Nein! Was machst du?
90, 60, 90, das andere Bein auch. Ja, nee, ist klar. Ja, ja. Ja, früher habe ich die Kessel auch, ne? Die Heizungsanlagen habe ich auch, ne? So schön über den Already. Und geht heute nicht mehr, weil heute machen die Knie nicht mehr mit. Ja, scheiße. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zusammen. Wir sind heute Abend bei Hove Sim Racing wieder am Stissel ins Netz. Ihr habt die Strecke richtig erkannt. Ich muss mal ein bisschen leise machen. Entschuldigung, alter Verwalter. Das drückt aber auch dermaßen im Gesicht. Ja, die Säulen der Akropolis. Genau, richtig. Auch sehr, sehr toll umschrieben, mein lieber Chris Hattack. So und nicht anders. Treuer, wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Moin. Ja, ich hoffe, ihr seid munter. Ich hoffe, ihr seid fit. Wir haben schon wieder den Dönerstag, wie ich immer so schön sage. Und wir gehen steil in Richtung Wochenende. Wochenende auf jeden Fall wieder volles Programm. Muss dem Kollegen noch Bescheid geben, in dem Fall an die Pedale. Das heißt, morgen Abend sind wir dann in der Qualifikation unterwegs von der SEC. Ich glaube, 18:30 habe ich definiert, was den Streamstart betrifft. Und am Samstag geht es dann um 11.30 Uhr los, weil ist ja ein 12er. Ne? Dann werden wir bis nachmittags machen, roundabout 14, 15 Uhr, je nachdem, wie, wo, was. Wie gesagt, ich muss mit dem Kollegen noch schnacken. Und dann wird der an die Pedale ein Momentum übernehmen, weil der bis abends um, ich glaube 8 Uhr war es gewesen, muss der dann wieder weg. Und dann werden wir bis zum finalen Durchgang durchziehen. Ja, 12 Stunden Imola, der ist jetzt hier am Wochenende. Sonntag machen wir dann verdient frei, ne? Kennt er ja. Und ich hab Bock. Aber wie gesagt, jetzt haben wir erstmal Hove Sim Racing. 60 Minuten Renndurchgang in Snetterton vor der Nase. Ein paar Minuten ganz, ganz stressfrei. Hier den Rennkalender für euch eingeblendet im Großformat. Ihr seht, Snetterton im sechsten Durchgang sind wir, also sprich Halbzeit nach diesem Abend heute. Im saisonalen Format der Saison Nummer 2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Quatsch, Saison 3, oben rechts in der Ecke steht es ja. Saison 3 hier bei Hove Sim Racing, genau richtig. Meine Beinchen laufen unter Kakaoquirler. Genau. Freddy, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Schauen wir mal kurz aufs Ranking, hätte ich gesagt, oder? Ihr kennt's. Gold, Silber, Bronze Wertung bei der Hove Sim Racing. Das ist die Goldaufstellung. Max Florenz in Führung liegen vor Michael Pirchheim, dem Österreicher auf P2. Ganz dezente 15 Zähler im Delta zwischen den beiden. Dann haben wir Philipp Groß auf der 3. Ein Zähler Vorsprung vor Janis Zeus, dem Griechen, auf der 4. Gerd Binder auf der 5 mit 119 Punkten behaftet. Gehen wir rüber. Was habe ich denn da? Wieso zeigten die mir die... Hier, das wollen wir haben. Also, Single. Einzelwertung. Max Florenz, Philipp Groß, Michael Pirchheim auf 3. Also da gibt es den Dreher. Das war das Overall-Standing, was wir gerade drin hatten. P4, Janis Zeus, Daniel Anderson auf der 5, Edsalat Bass, das ist das Gold, die Goldwertung, das ist die Silberwertung, die Silber. Daniel Arning führt mit 51 Punkten, 3 Zähler Vorsprung vor Detlef Kipp auf P2, der Sandro Conradi auf der 3, Matthias Wegel auf 4, Alexander Rütz auf der 5, der Österreicher. Ganz, ganz enge Kiste, beziehungsweise sollte es auch am heutigen Abend wieder passen. Das ist die Bronzekategorie für Jakob Hausinger, der da vorne P1 aktuell unterwegs ist in der Wertung. Alexander Cruz auf der 2, Alex Langhorst auf 3, Konstantin Karl auf 4, Daniel Hofmann auf P5. Jawohl, können wir jederzeit wieder einblenden, wenn ihr nochmal eine Frage habt. Überhaupt kein Problem, kriegen wir gewuppt. So, dann an der Stelle vielen Dank für den Support seitens der Partner und Sponsoren. Die Soapbox, Creek, Mesnerhauer. Moldenhauer heißen sie, glaube ich, genau richtig. Balu, vielen Dank für den Follow, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, grüße dich. So ist der Plan.
Jo, Balu, das war der Follower 11.300. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Immer schön, wenn die Zahl rund ist, oder? Anstatt Schnapszahlen oder sowas. War halt beim Hausarzt, meine Beine waren mega geschwollen. Wieso das denn, Freddy? Mach keinen Scheiß. Nicole, wunderschönen guten Abend, Grüße. So, dann lasst uns fix den Trailer einspielen von der Firma Soapbox. Grüße gehen nochmal raus. Viel Spaß und dann haben wir da den Trailer von Hove. Und dann geht's eigentlich schon direkt auf den Server drauf, oder? Christopher Schmidt, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Moin. Christopher, viel Erfolg, gell, gleich. Fingers crossed, Mann. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Wieso bist du jetzt schon schwitzig, Chris? Der Abend hat doch gerade erst begonnen. Viel Spaß mit dem Trailer von Hove. Was? Nein! Warum? Mach doch sowas nicht! Das ist geil, wenn man das Mikrofon offen hat und vergessen hat, dass man es zumachen sollte, wenn so ein Trailer läuft. Weißt du, wie ich meine? Sorry für die blöde Lache. Ah! Hat sich eingenässt. Ja, nee, ist klar. Wieso? Klar. Glasfaser noch nicht freigeschaltet. Aye. Kein Wasser im Herz, keines in den Nieren. Er hat gesagt, das kommt von der Wärme. Oh, toi, toi, toi. Wassereinlagerung ist nicht cool, ne, Freddy? Also, deswegen, take it easy, Mann. Also nochmal vielen, vielen Dank an die Supporter der Hove Sim Racing. Auch das, ihr kennt es, ist nicht selbstverständlich, Freunde. Machen wir uns nichts vor. Sehr, sehr geile Nummer trotzdem. Fettes Merci. Das ist Jonas Zeus vom Team Schwarzbierbude. Einer der M4-Piloten, unser Grieche. Max Florenz, Venari Racing im AMG mit der Startnummer 1. Verdient. Michael Pirchheim, Team Schwarzbierbude. Ebenfalls M4 unterwegs. Philipp Groß für Fortune Hunter Racing im Lambo. Da werden wir einige Lamborghini Huracan Evo der GT3-Fraktion sehen aus dem FHR-Kader. Mein lieber Aitos, Robin, ich grüße dich. Digga, wie geht's dir, Mensch? Lang nicht mehr gesehen. Hoff, du bist munter. Neuer Anbieter hat den Ruder zu spät rausgeschickt. Altes Internet. Oh nein, 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 nein. Was ist angepeilt vom Datum her, Christopher? Ah, das ist natürlich Halbenkleister. Sebastian Brocke, Team Schwarzbierbude im M4. Pierre Meyer für DB3 Motorsport im Audi A8. Freude. Christian Lautenbach, Venari Racing im M4. Kai Zeisler, Fortune Hunter Racing im Lambo. Stefan Mons, HyperX Racing One im McLaren. Patrick Schröter für Hove Sim Racing im Honda NSX. Jawohl. Florian Wilmer, Petrol Brothers im AMG. Jens Alusa, Team Schwarzbierbude im M4. Daniel Anderson im McLaren für HyperX Racing One. Dann der Stefan van Kempen. Da ist er. Venari Racing im Fefe. Sehr, sehr geil. Gerhard Binder im Fefe für B&B Racing. Michael H. Fortune Hunter Racing im Lambo. Dann Alexander Rütz für DOD Racing im Porsche. Im ersten Porsche, den wir hier im Bild haben. Pierre Brückner für GSE Racing Esports im Lambo. Dann Sandro Conradi für Wippermann Racing im Porsche. Wolfgang Busch, Fuchs Racing im McLaren. Remo Kipfer, der Schweizer, für Panther GT Racing im BMW. Jeff Ewerts für HyperX Racing One. Grüße gehen raus an den Streamer-Kollegen, an den
Jeff, fingers crossed, mein Lieber, im McLaren. Dann Chris Heyer für HyperX Racing 2 im McLaren. Alvin Busjan für Petrol Brothers im AMG. Konstantin Karl für Manzai Emma im Porsche. Dirk Nies für Wippermann Racing im Porsche. Jakob Hausinger im Jakob Hausinger für D&D Racing Hove im M4. Peter Buchholz, Soapbox Racing BMW M4. Daniel Pay, DOD Racing ebenfalls M4. Klaus Jäkel, Soapbox Racing im McLaren. Dann der Peter Lindner für CDS Digital Motorsport im Ferrari. Daniel Hummel, Fortune Hunter Racing im Lambo. Danny Anwand für Panther GT Racing S3 im BMW. René Moldenhauer, RM Motorsport für René Moldenhauer, jawohl, im Porsche, sehr, sehr geil. Detlef Keep im Porsche für Hove Sim Racing. Tobias Martini, nicht zu verwechseln mit dem Getränk. Gerührt, nicht geschüttelt. Martini Racing im Porsche. Marius Zahner für HQTH Sim Racing im BMW. Moritz Falk, www.pejaslieferservicekiel.de. Vielleicht liefern sie auch runter an den Bodensee, müssen wir mal probieren. BMW M4 wird beim Moritz Falk pilotiert. Das ist Nick Kleefeld, Grüße gehen raus. Fortune Hunter Racing im Lambo. Alex Langhorst, Pejas Lieferservice Kiel nochmal zum zweiten im Pfeffer. Mario Elderly für Whiskey Fuel Racing im Porsche unterwegs. Michael Weber, Soapbox Racing ebenfalls im Porsche. Marcel Sauer, Hove Sim Racing im nächsten Porsche. Alexander Cruz, Panther GT Racing im Fefe, Armin Schütz im Fefe unterwegs, teamlos, okay, mit der Startnummer 296, haha, Wortwitz, weil das ist auch genau die Modellnummer des Ferrari, den hier der Armin Schütz pilotiert. André Schwarz für B&B Racing im AMG und der Friedrich Pfaffenroth für Soapbox Racing im Porsche am Start. Muss ja meine Jungs hier anfeuern. Helf mir, Robin, welche Jungs? Meinst du die Jungs von Venari? Ich glaube, du hast auch gewechselt in den Venari Racing Stall, gell? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Honda, ja, Chrissy freut sich, weil der ein oder andere Honda NSX mit dabei ist. Kann ich voll und ganz verstehen. Gute Frage. F-Lab nächste Woche wieder online. Christopher, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, Mann. Ich weiß selber, wie sad sowas ist, wenn du im Endeffekt, ich sag mal, dann gar kein Internet hast. Aber so gar keins. Weißt du, wie ich meine? Sondern nicht mal mehr Rennkurbelbetrieb. Ich habe damals auch ein Momentum gehabt, wo ich aktiv noch WoW gedaddelt habe, wie ein Berserker. Und dann war ich bei einer Freundin in der Schweiz gewesen, ich glaube eine Woche oder zwei auf Urlaub. Und die erste Woche, weil sie noch arbeiten musste, habe ich dann mit dem Handy via Hotspot, habe ich mich dann eingeloggt. Also da war dann der Drang zur Sucht größer wie alles andere. Ah, sehr geil. Okay, perfekt. Freue ich mich, Robin. Sehen wir dich dann auch vielleicht das ein oder andere Mal. Vor den Kameras hier. Also, ihr habt es gesehen. 46 Fahrer, glaube ich, waren es gewesen. Ne? 47 sogar. 47 Fahrer. Sehr, sehr nice. Auf Snetterton, glaube ich, interessant, oder? Wieso nicht das Licht ach so, läuft das über Alexandra-System. Ich darf den richtigen Namen nicht sagen, weil ich habe selber so ein System hier, sonst babbelt die mich gleich wieder müde. Weißt du, wie ich meine? Deswegen muss ich das so ein bisschen umschreiben. Ah, okay, alles klar. Ja, oh, scheiße, fühle ich. Naja, das gibt ja auch die guten alten Kerzen. Weißt du, wie ich meine, Christoph? Wenn du zur Not stellst ein Teelicht rein. Nebeneffekt wird auch noch ein bisschen warm. Mein gebrauchtes Mainboard ist gestern gekommen, gleich verbaut und ein ACC 160 FPS in der Spitze gehabt. Sehr geil. Dann war es auf jeden Fall das Mainboard, oder, Chrissy? Demzufolge. Schlusslicht-Performance. Wunderschönen guten Abend. Grüße. Dankeschön, Xanza. Das hätte ich nämlich jetzt fast nicht gesehen. Also ich persönlich würde mal ganz vorsichtig behaupten, den Unterschied merkst du beim Simracing nicht wirklich. Aber es ist natürlich cool. So dieses Wissen zu haben, man hat genug Performance im Background. Okay.
Nee, es geht jetzt nur um die, ich sag mal, um die Differenz, oder die in Anführungszeichen, die spürbare Differenz zwischen 120 und 160 FPS. Alles, was unter 60 FPS ist, ist vollkommen normal, das merkst du natürlich, das ist klar. Ja. Und alles, was dann unter 30 oder 40 FPS ist, ist teilweise wirklich unfahrbar, das geht gar nicht. Endlich mehr als 70 FPS beim Triple. Oh, sehr geil. Der Ernie, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Jetzt musst du meins noch beheben. Auch Mainboard kaputt, oder was? Ernie? Ach, kein Scheiß. Oh, ich hab mich vorhin voll festgebabbelt, ey. Wir haben, ich habe hier, jetzt zwei neue Carports hingezimmert. Dementsprechend, da sind hinten dran, sind nochmal zwei Garagen. Und dann hat hier mein Vermieter hat dann die Aufteilung neu gemacht, dann konnte man sich drauf bewerben, so ungefähr. Ne? Und dann hat man geguckt, wie man es mit der Zuweisung macht. Habe ich hier teilweise wohl die neuen Autos da stehen. Irgendeiner hat einen Disconnect. Irgendein Fahrer hat einen Disconnect gehabt. Er hat einen Disconnect. Oh ja, hier. Nein, Jeff Ewerts. Oh, ich hoffe, dass der Jeff nur einen Rejoin hat. Dass der Jeff Ewerts dann gleich zum Quali an den Start gehen kann. Maximal noch 8 Minuten bis zum Quali-Start. Wer ist jetzt fertig, Snacks? Ja, die sind fertig, ja. Ja. Carports sind fertig. Jetzt liegen auch vom Innenhof aus gesehen, rüberwärts Richtung Schotterplatz, sind dann so Grenzmarkierungssteine. Aber das sind richtig fette Steine liegen da jetzt. Kannst also nicht mehr durchfahren. Nee, Expo bin ich dieses Jahr nicht, definitiv nicht, nein. Expo bin ich nicht. Auf keinen Fall. Nee, ist nicht schlimm. Es gibt ja den regulären Weg, weißt du, wie ich meine? Ja, es tut mir leid, es geht nicht, ich kann es nicht, es funktioniert nicht. Also vom Mentalen her, wisst ihr, wie ich meine? Geht nicht, ich kann nicht. Bin immer noch auf dem Trip, ich bin froh, wenn ich abends die Tür hinterher zumache und meine Ruhe habe. Nee, ich weiß, dass es kein Diss sein sollte, um Gottes Willen. Alles gut, habe ich schon richtig verstanden. Mein Paket war jetzt 2 Wochen am Zoll, gab Probleme. Beim Postmann, sie müssen das abholen, okay. Warst zu lange am Zoll, jetzt kommst du wieder zurück. Ach du. Ja, das sind auch so Momente, da möchte man am liebsten schreiend wegrennen, ne? Ja, die Autos, die hier an den Start gehen, also in Kombination natürlich mit den Fahrern, das ist klar, sind schon sehr, 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 sehr nice, definitiv. Ja, ich bin da mittlerweile auch recht abgebrüht, ganz ehrlich. Ich hab da... Sehr schön, Jeff ist wieder am Start. Sehr gut, Jeff Ewerts. McLaren, ja, gerade das Auto runtergelassen. Der grün-schwarze Lambo. Der grün-schwarze Lambo. Das waren doch die. Das sind doch die GSE Racing-Fahrzeuge, Chrissy. Na wenigstens, Freddy. Na wenigstens. Nicole, wie geht's dir? Die. Upsi. Ja, klar. Hab ich auf dem Schirm gehabt, Chrissy. Die kommen normalerweise per Mail, die Tickets. Snacks. Sehr schön, Nicole, freut mich.
Aber dann schalten wir halt mal raus, ist ja nicht das Problem. So bewegende Bilder sind ja eh tausendmal sexier wie stehende Fahrzeuge, oder? Snitterten, oder? Entweder eine Hassliebe oder du sagst klipp und klar, nee, nee. Das ist genau die Strecke, das geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht. Du hast die Versand? Okay. Also normalerweise gibt's die online, zumindest war das letztes Jahr so. Hey, Pascal Alex, ich grüße dich. Wunderschönen Abend. Murphys, moin. Ist nett, dann ist mein Mount Panorama 2.0, okay. Murphys, wie geht's dir? Also ich finde generell, das Feld sehr, sehr, also die Autos sehr, sehr farbenfroh. Das gefällt mir unheimlich gut. Auch an der Stelle nochmal großes Lob und großes Kompliment an die Livery-Bauer, an die Designer. Ja, genau, Robin. Genau, richtig, ja. Damit tue ich auch im ersten Moment eigentlich Snitterten immer assoziieren. Definitiv, Christopher, definitiv. Bin ich voll und ganz bei dir. Die Strecke bietet natürlich auch oder hat ein sehr, sehr hohes Fehlerpotenzial, weil die Strecke auch zum einen sehr, sehr schmal ist und die Gratwanderung, ihr seht hinten dran der AMG, ne, vom Venari Racing Team müsste das gewesen sein. Du bist halt, wenn es dumm läuft, echt ganz, ganz schnell am Struggeln. Aber richtig schnell. Hat der mir die Livery beim Kairi hier richtig geladen? Muss Pascal Alex, bei dir auch, mein Lieber. Alles cool? Ja, das war Max Florenz. GT4 macht übelst Bock. Ehrlich? Okay. Wieso bist du schon... Freddy, bist du gedanklich wieder in Frankreich? Ja, richtig, genau. Pink Panda Racing, ja. Eine Minute noch. Dann geht's rein in die Qualifikation. 20 Minuten dann für die Teilnehmer. Ihr Bestes zu beweisen, umzusetzen, die Kredenzen. Als Interviewgäste haben wir heute Abend dann das Podium der Silver Class. Ja, okay. Absolut auf der Bremse im Grenzbereich hat er das Auto hier in diese rechts, beziehungsweise diese links-rechts, also alias kleiner Schikane drüber gehämmert. Der Max. So, gehen wir mal gucken, oder? Freunde, Quali-Start. Stefan Mons. Relativ weit vorne mit dabei.
Dankeschön, Leonie, für das Verlinken auf Instagram. Gleich mal einen Repost gemacht hier. Heute anschnallen. Anschnallen, das wird sehr nice. Was habe ich drin? Personal Best, das passt. Der Zeitentower ist also komplett. Lifetiming in Form, Live-Speeding habe ich auch unter rechts an, das ist okay. Also, wir sind startklar, Freunde. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Kaffee schon im Laufe des Tages weggeatmet. Ich habe gerade irgendwie gefühlt heute Abend die dritte Tasse vor der Nase, aktuell. Und, ja. Oder Ingo, da müsste ich googeln. Also, ich würde mal irgendwas tippen um die, keine Ahnung, 5, 6, 6,5 Kilometer. Wobei, die könnte auch ein bisschen kürzer sein. 4, 4,5 oder was. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht aus dem Kopf auswendig. Ich müsste googeln. Ich müsste Dr. Google fragen. Denk dran, du bist in Deutschland, Freddy, nicht in Frankreich. Oh, Brückner ein Problem schon. Da hat es schon ein bisschen Schmusi-Busi gegeben hier scheinbar. Pierre Brückner und der Pfeffer. Pilotiert von Alex Langhorst. Erste kleine Stissvermentnis. 4,8, ey, da war ich doch gar nicht so schlecht von der Schätzung her. 4,8 Kilometer, ja, das ist... Hat so ein bisschen was von einem Mickey-Maus-Kurs. Was ist er hier? Peter Lindner. Er vorhin ein Posting verfasst. Ah, finde ich immer mega. Okay, und jetzt kommt Wikipedia in den Chat. Jetzt ist Sleep Angel mit Wikipedia dran. Sehr schön. Sollte das nicht eigentlich Rüsselschikane heißen? Nein, das heißt Russell. Ach so. Ah, okay. Für die Bezeichnungsnet hat ein 300. Ah, okay. So wie es ausschaut, Tobias Martini. Nee. Der Silberbisch. Wo ist er denn jetzt? Verloren. Da habe ich ihn aus den Augen verloren. Hier, Anderson. Daniel Anderson wird die erste Zeit präsentieren. Das Ding ist gültig. Einmal noch links rum. Brutale Rechtskurve. Also machen wir uns nichts vor. Ihr kennt sie wahrscheinlich selber auch alle. Nur zum Besten. Gefühlt 5 km/h übertrieben. Und die Zeit ist ungültig, die Runde. Anderson über die Linie mit 46,687. Stefan Mons P2, 47,165. Tobias Martini auf 3, jetzt auf P4, 47,265 gefahren. Michael Pirschheim, neuer Polesetter, 46,362 gefahren vom Österreicher, von Michael Pirschheim. Patrick Schröter, neuer Dritter, 47,0, jetzt P4, Sebastian Brocke holt die neue Zeit, 46,282 für Sebastian Brocke, SB6 oder SB6, seitlich auf dem M4 stehen, sehr, sehr nice. Christian Lautenbach, neuer Vierter, 46,907, der Teammate Van Kempen, der Stefan dahinter auf P5, 46,942 gehämmert. Schröter somit 6, Mons, der Stefan auf 7, Jeff Ewert, 47,205, P8, Jens Aluser 9, 47,245 gefahren. Tobias Martini abgerutscht auf die 10, Jakob Hausinger auf 11, und da seht ihr, für die es jetzt vielleicht noch nicht wissen. Die weißen Startnummerntafeln sind die Goldfahrer. Silber sind die grau definierten, farblich definierten Startnummerntafeln. Und rot ist der Bronzefahrer. Also Hausinger aktuell P11. Wenn es dann gleich vorbei wäre, zum jetzigen Zeitpunkt. Aus ins Rennen gehen. Jetzt P12. Jetzt sogar P13. Gerd Pinter, neuer Dritter. 46,675. Vorbei an Anderson. Sandro Conradi, neuer Elfter. Vorbei an Tobias Martini. Mit 46,262. Freunde, das sind 3000stel im Delta. In Richtung der Zeit des Tobias Martini. Dann haben wir Kai Zeisler, 14. Detlef Kip, 15. Michael Haaf, P16. 47 Mitte. Und zwar im Triple. Bei Kip, bei Haaf und bei Moritz Falk mit P17 behaftet. Klaus Jäkel, 18.
Wolfgang Busch 19, Chris Heyer auf der 20 mit 47,920. Machen wir uns nichts vor, die meisten gehen her und sind froh, wenn sie 50er Zeit fahren, oder? Aufs Netterten und dann das Thema nach unten korrigiert wird. Nein, alles gut. Bianca, alles gut. Reden lassen. Entspricht dir der Wahrheit. 45,960. Das ist die Polezeit, gefahren von Michael Pirschheim. Also wir verabschieden uns mal im Falle des Pole-Setters gedanklich von der 46er Rundenzeit. Also 1 Minute 46, das ist klar. Kennt ihr ja bei mir, ne? Im Regelfall lasse ich die Minuten gedanklich vorne dran immer weg. Macht es für mich ein bisschen einfacher, was das Thema Geschwindigkeit beim Moderieren bzw. beim Vorlesen, beim Benennen betrifft. Neuer Zweiter, Kai Zeisler. Neuer Zweiter, der Kai. 46,217 kann Zeisler umsetzen. Großartig. Ein Zehntel schon wieder im Delta aus Sicht des Polesetters Michael Pirschheim. Das heißt, er ist Purple unterwegs. Im, wo ist das? Zweiter Sektor. Er müsste gleich in den dritten Sektor reingehen. Zehntel steht noch. Das Zehntel steht noch bei Michael Pirscher. Wäre mathematisch gesehen eine 45,8, wenn er es über die Linie bringen kann. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. 45,800 glatt. Michael, das kostet mindestens einen Sixer. 45,800, aber on point. On point von Michael Pirschheim. Großartig. Jetzt hat er einen Ticken mehr wie 4 Zehntel Vorsprung auf P2 auf Kai Zeisler. Sebastian Brocke P3. Stefan Mons nach vorne auf die 10. 46,837. Jeff Everts 17. Chris Heyer 14. 46,990. Also auch er in der Lage, unter 47 zu fahren. Daniel Pay, P31, 37,837. Also ich glaube, ich wäre hoffnungslos. Was ist denn bei Max Florenz los? Wollte gerade sagen. Etzalat. Etzalat über die Linie 45,937. Das ist P2 für den Max Florenz. P-Pan 30, ja, ich glaube, es hackt, ey. Nee, bestimmt nicht. Kennen wir nicht bei Max Florenz. Aber in dem Moment, wo ich den Ansatz aussprechen wollte, und da geht's für die 185 raus, das ist in dem Fall Kai Zeisler im roten Lambo, der da den Rebump gefressen hat, also sprich, er ist auf der Innenseite rechts in der Kurve ausgehebelt worden. Da ist eine Kuhle, eine Senke drin. Das kann natürlich die Fahrwerks... Physik, die Geometrie des Autos nicht abfangen und dann ging es einfach mal. Nach dem Rennen muss er direkt zum Doktor, weil er braucht neue Dritte. Ihr wisst, was ich meine. Auf geht's, Herr Hummel. Da muss noch eine Zeit her. Ja gut, das ist keine Kunst, Ingo. Da muss ich mich selber so ein bisschen klein halten. Das ist keine Kunst. Wir kriegen auch... Ich habe ja auch die Daten, ich sehe das ja. Ich habe ja Telemetriedaten. Suche meinen Teamkollegen Pierre Meyer, sitze im Auto, also so klein auf dem Smartphone. Kein Problem, Balu. Gerne dafür, für die Zukunft, @2BTV. Also tu mich vertecken, weil dann wird die Nachricht, so wie jetzt auch Roganex gemacht hat, hervorgehoben, dann sehe ich das leichter und dann können wir drüber sprechen. Roganex, mein Lieber, wunderschönen guten Abend. Ich suche mal kurz den Pierre Meyer raus. Der Pierre Meyer ist hier an P11. Da ist ein Bild, das 40er Auto, der Audi 8. Jetzt auf P12 ist bis dato gefahren der Pierre, eine 46,722 für den Audi 8 Piloten. Da haben wir Alvin Bussian im Auto sitzend im 69er AMG P18 momentan für Alvin 46,847 gefahren. Nicht dafür, Balu, gerne, dafür sind wir da. Nick Lehfeld P22 46,980 für den Fortune Hunter Racing Lambo. Patrick Schröter, gelbe Flaggen, Boxenausfahrt. Das ist der Honda NSX aus dem Hove Sim Racing Kader. Achtung, da kommt Brocke dahinter. Ah, Wunderbärchen. Wunder. Das war jetzt aber nur wegen der Nein, hat Brocke nicht gemacht. Hat Brocke nicht gemacht. Brocke wollte da vorbei, ging vorbei im ersten Moment und zieht dann die Karre weg, weil wahrscheinlich die Räder noch zu kalt waren im ersten Moment, um nach rechts
vor den Honda NSX voll über die Wiese. Über die Wiese. 45,790, also nochmal 10 Hundertstel in der Form gefunden aus Sicht des Michael Pirschheim. Dann campen wir auf 9, der Stefan. 46,545, das ist wieder eine höllisch enge Kiste, meine Herren. Die komprimieren sich wieder gegenseitig. Also, was das Thema Zeiten betrifft, natürlich on track. Remo Kipfer, der Schweiz, auf 22. Position, 46,935. Eine Hundertstel. Habe ich gerade 10 Hundertstel gesagt? Das ist natürlich vollkommener Quatsch. 10 Tausendstel sind das. Eine Hundertstel anders ausgedrückt. Ähnlich wie bei Remo Kipfer hier. Dirk Nees, P26. Dirk, was los? Morgen noch Roggenex und dann Wochenende, oder? I hope so. Bisschen mehr wie 8 Minuten, das kann nochmal einen Stop geben, das ist kein Problem. Die eine oder andere Stellschraube vielleicht nochmal gedreht und oder auch einfach einen neuen Radsatz montiert. Was ist denn die Anwand? Neil Pay, P37, 47837 von Pay. Peter Buchholz nebenstehend P38, 48030. Als schnellstes Qualiformat für Peter Buchholz. Alexander Cruz, P42, 48802 gefahren. Hier haben wir Michael Weber, 49390. Aus dem Soapbox Racing Hause. Auf geht's, Michael, komm. Da geht locker noch eine Sekunde. André Schwarz, P30. Fährt der André meine Startnummer? Tatsache, der André fährt mal. Das ist eines der GSE Racing Autos, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh. Oh, da muss ich passen. Ich weiß es nicht, Christopher. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Info. Ich würde aber tendenziell mal sagen, ja, weil normalerweise ein Philipp Groß fährt normalerweise raus. Der nutzt eine Quali-Session. Den AMG meinte ich gerade, Chrissy. Hier haben wir Marcel Sauer. 48,992. Nee, dann habe ich den gerade verwechselt von der Livery her. Dankeschön, Onni. Aber die 888 war ich normalerweise selber als Startnummer. Deswegen immer schön zu sehen, wenn es da Gleichgesinnte gibt, so ungefähr. Janis Zeus, der Grieche, P3. Kai Zeisler somit auf P4. Gereicht. Auf geht's, Lauti, komm, lass mal fliegen jetzt, mein Bub, bitte. 46,537, Christian, da muss noch ein bisschen was kommen. Mach mal Knallgas, unten rechts getraufelt wird lauter. Schneller wirst du auch, kennt er, ne? Kennt er, ganz normal. Und Moritz Volk hier, putz mal die gelben Flaggen drauf. Ah, guck mal hier, Moritz macht das gut. Ah, Jonas Zeus auch. Das finde ich absolut mega. Wenn man einfach so ein bisschen diesen Rundumblick hat, und sagt, okay, pass auf, es macht gar keinen Sinn. Es muss ein harmonisches Miteinander on track sein und nicht dieses klassische Ellbogengesellschaft oder dieses Ellbogenformat. Haben wir im richtigen Leben teilweise genug. Haben wir es nicht auch noch hier on top im Rahmen unseres Hobbys? Genau, ein Mickey Mouse Kurs. Ja, und da seht ihr, so schnell kann es gehen. Ne? Jakob Hausinger zurückgefallen auf P28 overall. Der Alvin Busjan ebenfalls ein Bronzepilot, hingegen auf P20 gesamt. Würde er starten, was haben wir noch? 4,5 Minuten, also allzu viel Zeit ist nicht mehr.
Da musst du schön rauspinnen jetzt im besten Falle, wenn du da noch was reißen möchtest. Ich kann mal Pause auf. Christopher, ich probiere mal ganz kurz nachzuhorchen. Kann natürlich sein, dass ich jetzt ad hoc auf die Schnelle keine Antwort bekomme, weil primär die Ligaleitung hier bei Hovesim Racing selber mit am Fahren ist. Aber ich probiere mal mein Glück. Oder anders gefragt, weißt du, ob das im Discord veröffentlicht wird oder wurde? Du hast ja gar kein Internet. Ah, schade, das sind nur die Neuerungen. Schade. Schnelle muss ich echt passen. Jakob Hausinger geht nach vorne auf P25, 46, 912. 3000stel schneller gewesen wie Michael Haaf. Jens Alusa 46, 907 für P25. Dirk Nees auf die 29, 46, 977. Ah, cool. Thomas Giffert ist nachgejoint. Sehr, sehr geil, sehr, sehr genial. Dieser Geul, ja, wunderbar, was dich wolltest. Ja, ich bremse auch für Klingone. Scheiße, was ist denn das für ein Heavy Disconnect von Thomas Giffert? Der war doch nicht von diesem Planeten. Der ist bis zum Mars und zurück hinter der Milchstraße vorbei und sagt, Ola, ich bin jetzt komplett woanders, was ist jetzt passiert? Also, live dies. Das war ein Mörderleck. Nein, jetzt ist er weg. Jetzt ist er vom Server weg. Jetzt ist Thomas Giffert nicht mehr auf dem Server. Eieiei. Bitte, drückt uns die Daumen, Freunde, dass wir den Thomas, dass es trotzdem hier gleich zum Rennstart hin funktionieren kann, dass er trotzdem mit teilnehmen darf. Meine Herren, ey. Da haben wir teilweise in der Vergangenheit schon die übelsten Varianten gesehen, von wegen so Beam up, Scotty. Ja, oder so nach dem Motto, ey, 3 Kilometer in der Luft. Steht nicht mehr im Channel, wird nach ein paar Tagen gelöscht. Normalerweise kriege ich die Infos per PN via Discord, aber die Woche, das geht wahrscheinlich auch auf meine Kappe, die Woche war extrem, extrem anstrengend bei mir. Und ich habe relativ viele Sachen einfach auch zeitlich im Real Life privat noch gar nicht geschafft. Das war ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Ich wollte hier eigentlich am Mittwochabend, also sprich gestern Abend, wollte ich ja live gehen, mit euch gemeinsam ein bisschen fahren. Ja, das ist Zeus! Der Grieche auf letzten Drücker! 45,557 ist die neue Pole-Zeit. Und jetzt wird Michael Pirscheim erstmal am Strahl kotzen, weil er sich denkt, verdammte Kacke. Die blöde. Holla, ihr wisst, was ich meine. 10 Sekunden vor Quali-Ende hämmert der eine Zeit raus, dass ich mir kotzen und hören und sehen vergeht. Wenn du das nächste Mal... Boah, ja, der ist geil. Wenn du das nächste Mal Starfield startest, pass auf, es könnte dir ein GT3 entgegenkommen. Genau. Ja, wie gesagt, die Woche war absolut brutal. Auch heute war wieder heftig. Also ich habe am Mittwoch habe ich 10 Stunden voll gemacht. Und ganz easy. Wirklich ganz easy. Ich bin heimgekommen, ich war einfach total platt. Ich musste duschen, ich musste noch einkaufen gehen, ich musste noch Essen bauen. Ja, super. Ratzi fatzi war es 8:30. Ja, um 8:30 gehe ich dann immer live.
Lena Kampfzwergel, ich grüße dich. Gruß hat Qualisperre. Danke für die Info, wir hatten schon die Vermutung gehabt. Jetzt steht es aber auch live im Chat bestätigt, dass der Philipp Groß eine Qualisperre hat. Mein lieber Atana Noctua. Entschuldigung. Atana Noctua. Hey, Gary, mein Lieber, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, mir geht's pretty woman, hat er nicht gesagt. Mir geht's wunderbar. Hoffen wir bei dir auch. Ach ja. Aber das Wichtige ist, dass man den Humor nicht verliert, oder? Und dann kriegt man den Rest auch beim Bügeln, sagt der Schneider. Keiner ist nackig, auf. Nein, hast du nicht gehört, lieber Angel? Hast du nicht gehört? Keiner nackig. Also, Zeus, Pirchheim, Meier auf 3. Großartig. Pierre Meier auch eher auf den letzten Drücker. 45, 8, 7, 7 Konter smashen. Pierre Meier also von P3. Max Floritz, P4, Sebastian Brocke, 5. Rest zeige ich euch gleich im Gridding. Du bist schön angezogen. Ach nee, schon. Ja, okay, das ist was anderes. Gary, wie geht's dir? Jetzt für eine unzutreffende Aussage. Ich verstehe die Frage nicht. Aber ich denke, dass das Wochenende eigentlich sehr, 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 sehr nice wird. Ich freue mich auch wirklich drauf. Ich habe wirklich Bock. Und 12 Stunden. Nein, wir machen sie nicht allein. Ich habe es ja vorhin erwähnt. Wir werden einen kleinen Break haben. Ich schätze mal so 4-5 Stunden die Ecke. Dass der an die Pedale dann übernimmt. Und dann schubsen wir euch gemeinsam über die Linie. Top 10 wäre drin gewesen. Aber... Florian Wilmer auf 13. Oh, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Also, ein Pflichtstopp. Oh, Scheibenlästerer. Freunde, wie war das nochmal? Christopher, wie war es gewesen? Boxenstopp mit oder ohne Zeitfenster? Mit Pit-Window oder ohne? Ich glaube, die hatten so eine ganz schmale, so ein ganz schmales Boxenstopp-Fenster, ne? Technikversagen. Oh, ne, das ist nicht schön. Bin so voll gefressen. Ich hoffe, es hat geschmeckt, Gary. 20 Minuten. Danke dir, Christopher. Das wird immer mehr. Ich kann mir das gar nicht mehr merken. Ich weiß gar nicht, wo ich das überhaupt alles abspeichern soll, damit ich das nachlesen kann auf die Schnelle. Also ich brauche da wirklich eure Hilfe, ey. Danke dafür. Ja, das 1 Liter tanken, das ist ja normal. Es wird ja auch meistens empfohlen, 3 Liter nachzutanken. Es kann bei 1 Liter Refueling kann es einen Tankbug geben. Aber dass ich das dementsprechend einstellen kann. Ich lieb's zu kochen, ehrlich? Echt? Bist du so ein Selfmade-Sternekoch, Gary? Warum denn auch nicht? Ah, wir wechseln so mit der Kamera, das kriegen wir hin. So, also. Kleines Momentum, seht ihr, haben wir noch für die 31 Grad im Parcours. Uff, okay. Das ist nicht von schlechten Eltern. 25 Grad Außentemperatur. Gridding starten wir. Muss noch geschwind hier Gaps einstellen, perfekt. Dann haben wir den Mandatory Pitstop auch drin, also das verpflichtende Boxenstopp-Programm, Format. Nee. So. First to last, jawohl. Gridding und Attaxe. Also, Polesetter vorne rechts aus der Sicht hier ist der Grieche Ioannis Zeus. Zeus, ey. Mega, mega. Pirchheim von P2, P3 für den Pierre Meier auf dem Audi 8, Max Florenz auf der 4, der AMG. Dann haben wir den nächsten M4 auf der 5 mit Sebastian Brocke. Kai Zeisler startet von P6 im bestplatzierten Lambo. Stefan Mons von der 7, bestplatzierter McLaren, wird flankiert vom Werkskollegen von Jeff Ewerts auf der 8. Gerd Binder auf 9, Daniel Andersen finden wir an P10. Auf der 11 haben wir Jens Alusa.
stehen perfekt. Hier, The Wingman ist Stefan van Kempen an P12 im Venari Racing Fefe. Dann haben wir Florian Wilmer auf der 13 im AMG, flankiert vom Schweizer von Remo Kipfer auf P14. Tobias Martini steht auf der 15, P16 dahinter für daneben für Christian Lautenbach, P17 für den Österreicher Alexander Rütz, P18 finden wir Danny Anwand. Auf der 19 befindlich Sandro Conradi im Porsche mit der Triple 3, 3, genau. P20 für Nick Lehfeld, P21 für den Moritz Falk. André Schwarz startet von der 22 im AMG. Patrick Schröter im Honda NSX von der 23. Daneben Chris Haya auf 24, Wolfgang Busch. Nächste Startreihe P25, Detlef Kip auf P26 unterwegs. Alvin Busjan. Von der 27 darf er ins Race gehen. Daniel Hummel daneben auf P28. 29. Position für Jakob Hausinger. P30 für Michael Haaf. Ganz starkes Feld hier, meine Fresse. Dirk Nees von der 31. Position. Pierre Brückner darf von der 32 starten. Klaus Jäkel startet von der 33. P34 finden wir Daniel Pay. Sehr, sehr nice. P35 für Marius Zahner. Dann auf der 36 Alex Langhorst im 172er Ferrari. Konstantin Karl P37 im Porsche. René Moldenhauer auf der 38. Dann haben wir Peter Buchholz auf der 39. Peter Lindner auf der 40. Jawohl. Jetzt bin ich doch wieder schneller wie das System, oder? P41 Armin Schütz, P42 für Alexander Cruz, P43 Marcel Sauer, Michael Weber startet auf der 44. Position. Silberklasse kommt zum Interview, habe ich schon mitbekommen, Kampfzwergerl, danke dir. 45. Position Mario Elderli, Friedrich Pfaffenroth von der 46, P47 für Philipp Groß, bekannt, er hatte eine Quali-Sperre, durfte also nicht raus, und Thomas Gefert. Der Kollege ist wieder rejoined auf dem Server, startet von der 48 aus dann gleich ins Rennen hinein. Marcel, einen wunderschönen guten Abend, grüße dich. Ja, 49 Autos haben wir. Entschuldigung, 48 Autos haben wir. Also einen muss es da gehimmelt haben, wahrscheinlich im Rahmen des Sessionwechsels, Fragezeichen. Nein, Daniel Arning ist nicht mit im Grid dabei gewesen. Daniel Arning fehlt mir, die 313 als Startnummer. Nicht so wie morgen. Wieso morgen 21 Karren? Hä? Wieso, Daniel, was ist los? Ach so, Technikversagen hat es ja geschrieben. Wie, geht da gar nichts mehr jetzt? Mach keinen Scheiß. Echt jetzt? Bei Arning will der Rechner nicht. Oh nein, bitte nicht. Nein. Danke für die Info, Chrissy. Ist der zu heiß geworden? Fragezeichen. Stimmt, Matthias Weckel fehlt mir ja auch. Wo ist denn Matthias Weckel? Euro! Ja, genau. Wunderschönen guten Abend, mein lieber Euro. Grüße. Aber ansonsten sieht gut aus, es kommen alle weg. Wichtig. Aber Thomas Gefert ist mir auch wieder abhanden gekommen gerade. Fordert das vor Rennstart hier schon gedanklich die ersten Opfer? Fragezeichen. Kann ja nicht wahr sein. Daniel hat wohl Probleme mit seinem 13.900k. Alter, was ihr für Maschinen habt, das ist unglaublich, weißt du, wie ich meine? Da komme ich mir mit meinem... Ja gut, ich meine, ich habe zwar ein Dual-System hier, aber da komme ich mir sowas von pimmelig vor. Das darf ich gar nicht so laut sagen, ey. Obwohl die High-End-Geräte da stehen, weißt du, ich meine, so riesen Rechner. Ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich da selber drüber nachdenke, dass ich dann hier sitze, weißt du, wie ich meine? Moment, ich muss erst mal meine Rennkurbel auspacken, weißt du, wie ich meine? Dann spackst du das Ding da an. Bierkantaufnahme kennt ihr ja von früher von den Traktoren, weißt du, wie ich meine? So, und dann musst du 6 Minuten machen, damit das Ding irgendwann mal läuft. Das Gefühl habe ich dann. Was sind die? Sonnenheiß? Ja, genau. Ehrlich? Hast du auch so ein Trouble damit, Euro? Ach, kein Scheiß. Der Matthias Weckel ist krank, Kampfzwerger. Oh nee, gute Besserung auf jeden Fall in den Matthias. Schade. Schade, Mann. Okay, jetzt ist Gefert wieder rejoined. Muss halt aus der Box rausstarten.
Auf den Start jetzt nicht verschlafen. Alles gut, kriegen wir hin. Ein paar Meter haben wir noch. Baby Visuals, grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Dein 14.900 ist quasi schon vorbestellt, okay? Klingt gerade so, als wenn die den erst noch entwickeln müssten. Okay. Ja, aber das ist ja kein thermisches Problem, Euro. Oder? War doch das Thema Load Cell bei dir, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, eine Stunde. Daumen drücken jetzt. Es geht gleich los. Es war die letzte Linkskurve raus in Richtung Start und Ziel. Ja, das auf jeden Fall, Daniel. Dankeschön. Robin, willkommen zurück. Nur Visuals in Anführungszeichen. Jawohl. Start ist freigegeben. Jetzt heißt es relativ zeitnah Full Gas, also Full Throttle. Bombenstart da vorne. Bombenstart. Erste Ecke. Ja, da hinten hat schon wieder gekracht. Gab's ein bisschen Schmusi. Usi, nicht, macht bitte keinen Stream. Ja, genau. Ping-Pong. Par excellence zwischen dem Honda NSX, dem McLaren und dem Chopra. Umgekehrt, Porsche. Ja, das ist halt das Thema, ne? Das gibt die Strecke halt nicht her. Die ist zu schmal, aber ich würde mal vorsichtig behaupten, weitestgehend, das haben sie alle sehr, sehr gut gemacht. Das haben wir schon deutlich, deutlich schlimmer gesehen. Vielleicht jetzt nicht explizit auf Snatterton, sondern vielleicht auf, ich hätte fast Pimmelbingo gesagt. Katastrophe, das muss man sofort rausnehmen. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht auf, keine Ahnung, Bathurst oder so. Stehen die da scheiße. Jens Alusa ist damit involviert, der da quer stand, aber auch Florian Wilmer im AMG. Und ihr habt die ein oder andere Styropor-Variante fliegen sehen. Jetzt groovt euch ganz locker ein, Freunde. Ganz, ganz tiefenentspannt. Ich gehe jetzt die Position noch nicht durch. Wir geben den Teilnehmern einfach noch 2-3 Ründchen, dass die sich wirklich eingrooven können, weil das Feld wird sich nicht ad hoc auseinanderreißen. Schönes Ding. Ja, da hinten nicht zu weit gehen im Ausgang. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst links raus aus der Fahrersicht auf die Rasengittersteine. Du musst raus, aber du darfst sie auch, diesen ganz schmaler Grat, da einfach nicht zu weit links rauszukommen, das Thema zu überfahren. Peter Lindner hinter Alexander Rötz, hinter Alexander Cruz, also die beiden Alexanders. Vor Peter Lindner. Balalu, einen wunderschönen guten Abend. Die Mainboard-Hersteller erstmal voll an der Waffel haben bei Intel mit den Power Limits. Ja, Peter Buchholz, Philipp Groß ist vorne dran, bleibt aber für den Moment dahinter, der Peter. Tür T1. Ganz tiefenentspannt. Oh, geht der Porsche weit raus. In dem Fall ist das Friedrich Pfaffenroth, der hier voll über das Grün hämmert. Ja, oh, ein bisschen Lego gespielt. Schöner Drift, steht das Ding, steht. Ja, sehr geil. Für die Fans, Freunde, für die Fans. Friedrich Pfaffenroth, quer in die Ecke rein und zum Exit war er wieder on straight. Gab es ein bisschen Lackaustausch, Nick Kleefeld im Lambo. Wo fahren sie einen Daumen her? Christian Lautenbach, Sandro Conradi auf der Innenseite, auf der Wiese im Bild. Das ist Tobias Martini, der ebenfalls aus der grünlichen Situation kommt. Oh, ist das rutschig, habt ihr gesehen? Mal kurz voll im Anker gestanden, weil er wusste, oh, das könnte knapp werden mit der Leitplanke, auf die ich da frontal drauf zurutsche. Remo Kipfer hinter Moritz Falk. Dahinter ist Stefan van Kempen. Es wird gefightet, Freunde. Es wird gefightet. Und es ist nahezu kein Platz für Fehler. 5K Kudos für Pfaffenroth. Janis Zeus versucht sich abzusetzen. Vom Markenkollegen von P2, dem Michael Pirchheim. Max Florenz. Ja, ich denke, da gab es ein Missverständnis. Ein bisschen Lackaustausch, Robin. Aitos zwischen Conradi und
Christian Lautenbach, 47,000. Gefahren von P2 von Michael Perischheim. Stefan van Kempen auf der 14. Könnte passieren, ja. Könnte passieren. Au. Leon, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Moritz Falk gegen Remo Kipfer oder umgekehrt haben da ein bisschen Schmusi-Busi betrieben. Ein bisschen angelehnt. Mein lieber Robin, vielen, vielen Dank für den Prime Sub. Willkommen zurück im 25. Monat, Mensch. Danke dir, Kuss geht raus. Ja, der ist auch da. Oh, da hat's geknallt, da hat's geknallt. Da wird der Hof ist im Racing. Porsche rückwärts rollend. Das ist Detlef Keep, Freunde. Der den Porsche wieder... jetzt hat er fast den nächsten Kollegen erwischt. Den Porsche neu ausrichten muss. Gucken wir kurz nach. Fehlt Lack am Heckdiffusor? Ja. Ist er locker? Nein. Also, ganz entspannt. Hoffentlich kann es weitergehen für Detlef Keep. Aus unserer Sicht heraus hier Florian Wilmer zurückgefallen auf die 44. Position. Thomas Gefert ist auf der 45. Dann Michael Weber da hinten im Soapbox Racing Porsche in Problemen. Gelbe Flaggen for him. Jawohl. Sandro Conradi steht an der Box und der steht schon eine Weile. Ich glaube, da musste er Escape nutzen. Da scheint nicht mehr allzu viel zu gehen. Jetzt gucken wir ganz kurz nach dem Bruder vom Leon. Wo ist der Kollege Lautenbach? Wo ist Christian Lautenbach? Hier im Bild, auf der 40 ist Christian Lautenbach unterwegs. Wie gesagt, der war eine Techtelmechtel mit involviert. Motorhaube ist closed, alles easy. Lack fehlt, ja, aber ich glaube, ein Christian Lautenbach kann das kompensieren. René Moldenhauer auf der 36. Auch da sind Kampfspuren zu sehen an der Frontpartie des Porsche, des 992er Porsche. So, guck mal hier, sogar in der Lufthutze. Habt ihr mal gesehen, wenn die Front aufmachen beim Porsche? Der Radiator, also sprich der Wärmetauscher, das kühle Aggregat hier liegt, das liegt hier vorne drin, das ist schräg angesetzt. Das sieht total affengeil aus. Oh, Philipp. Großartig gemacht von Detlef Keep. Den Angriff hat er gesehen von... ausgehend von Philipp Groß und hat er die Tür aufgelassen. Hausinger und Wolfgang Busch hatten da ein bisschen Techtelmechtel. Der klachende Dritte war Nick Liefeld. Kann sich zwischen den beiden da gerade positionieren. Und P22, Alexander Kroos gegen Alexander Rütz. Wieder die alte Reihenfolge vor dieser Herpin, dieser Linkskurve hergestellt. Rütz P27, Kroos 28, Peter Lindner dahinter 29, Philipp Groß 30, Detlef GP 31. Kleine Lücke, 2 Sekunden, P32, dann ist Konstantin Karl unterwegs. Großartig. Gerd Binder hinter Daniel Anderson, hinter P9, Michael Perischheim. Weiterhin auf P2, Max Florenz auf 3, Sebastian Brocke jetzt vorbei an Pierre Meyer. Meyer somit auf die 5 zurückgefallen. Für den Audi-Piloten vor Kai Zeisler, der ist auf 6, dann Stefan Mons 7, Jeff Ewerts 8, Anderson auf 9, der Daniel Gerd Binder auf der 10. Simracing fällt für mich bis nächstes Jahr wahrscheinlich aus. Ach du Scheiße. Was passiert, Leon? EDM-Bohne, ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Aber sowas von Leon, richtig lang nicht mehr. Aber gesundheitlich bist du fit, oder? Ich hoff's mal. Freue mich schon so ultra auf Le Mans Ultimate Ende des Jahres. Will so gerne den Peugeot und die LMP2 fahren. Joa. Genau richtig, genau. Du erhöhst im Grunde, blöd ausgedrückt, erhöhst du damit die Angriffsfläche seitens des Luftstroms, der hat mehr Zeit. So bescheuert, wie das klingt. Genau. Genau. Ja, Daniel Pay auf 19. Alter, es ist eine enge Kiste, egal wo du gerade hinblickst. Überall wird gefightet. 3, 4, 5, 6 Kämpfe. Mario Elderli, Christian Lautenbach auf 37. Da gab es ein bisschen Lackaustausch zwischen den beiden. Ich hoffe, die Front ist noch zu. Ja, alles noch gut. Aus Sicht des Christian Lautenbach. Der muss natürlich, der hat richtig Position verloren. Also machen wir uns nichts vor, der Christian Lautenbach. Der wird auch wahrscheinlich eine relativ große Krawatte haben. Aber ein Christian Lautenbach ist auch erfahren genug, dass er sagen kann, hier komm, ist egal. Munterputze, Krone richte, aufstehe, Attacke weiter, vorwärts blicke und nicht zurück.
Armin Schütz, halbe Sekunde hinter Friedrich Pfaffenroth. Kahnbeinbruch, linke Hand. Oh, wie ekelhaft ist das denn, Leon? Gute Besserung auf jeden Fall. Musst du operativ, also sprich Schraube drin oder wie? Oder ein Draht oder whatever? Michael Weber. Beim Stop drin, Sandro Conradi. Auf der 48. Oh, da hat's geknallt. Da hat's geknallt, aber richtig. Ah, linkes Vorderrad über den Sausage Curb drüber hat sich da eingehakt und natürlich hast du dann keine Kontrolle mehr, ne? Ist ja, die eine Seite vom Auto ist ja in der Luft. Alex Langhorst gegen Peter Buchholz war diese Situation. Lautenbach. Jetzt vorbeigelassen worden, in Angriff gesetzt gegen Pierre Brückner. Brückner P35, Christian jetzt auf der 34 hinter René Moldenhauer. Dem RM. Motorsport-Kollegen. Ja, da zeigt er sich, das macht er gut. Wolfgang Busch fällt auf die 22 zurück, musste hier Nick Kleefeld passieren lassen. Eine Schraube, zwei Drähte, weil das Kahnbein, das Mondbein noch dazu verschoben waren. Ach, du kriegst die Motten. Ach, ich will wahrscheinlich gar nicht wissen, wie das passiert ist, Leon. Eieiei. Wie gesagt, toi, 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 gute Besserung. Und nimm dir auf jeden Fall die Zeit, die es braucht. Ne? Also speziell auch hier alles, was um die Hände und sowas, wir haben so viele, menschliche Körper hat so viele Knochen hier in den Händen, das ist ganz, ganz ekelhaft. Ne? Und auch die Mobilität in den Fingern etc. oder generell in den Händen, das ist ganz ekelhaft. Ne? Also wenn du so Karpaltunnelsyndrom oder sowas hast, dann bist du auch gefühlt erstmal halb bis dreiviertel Jahr, mindestens sogar ein Jahr vom Simracing weg. Kannst du Haken nochmal, geht gar nichts. Neue schnellste Rennrunde gefahren von Max Florenz. Den haben wir hier im Bild vom AMG-Piloten der Venari Simracing-Truppe. 46,560. Das glaube ich dir, Leon, ja, das glaube ich dir. Anderson hinter Everts. Gerd Binder auf der 9, der schaut sich das Thema an, was die da veranstalten vor ihm. Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir, Leon. Wenn, dann richtig. Halbe Sachen gibt's nicht. Philipp Groß im Windschatten hinter Klaus Jäkel. Jäkel auf der Jagd nach P24 gegen Dirk Nies. Marius Zahner, 1,5 Sekunden hinter P27. Oh, das ist ganz... Weißt du, wie laut das ist, Gary? Ey, das ist übel. Ich habe sowas zweimal in meiner aktiven Zeit miterlebt. Das ist richtig gut. Das tut einen Schlag. Das schnalzt. Boah. Wenn so ein Muskelstrang reißt. Das muss ja nicht mal der komplette Muskel sein. Ja? Oder beziehungsweise unsere Muskeln sind ja an den Sehnen angesetzt. Und wenn die abreißen, dann ist ganz ekelhaft. Der Max scheint hier Bock zu haben. Der Max scheint auch noch Potenzial zu haben. Knappe 48 Minuten, ergo ein Ticken mehr wie 12 Minuten haben wir schon geschafft. Und die sind on fire. Zeus vorne, der Johannes kommt nicht weg. Der kommt nicht weg. Thema ist gleichbleibend. Sebastian Brocke musste ein bisschen federn lassen an P4. Ihr seht, das Delta roundabout 2 Sekunden. Pierre Meyer bleibt aber dahinter, aber auch Kai Zeisler mit von der Partie. Und dieses Sechsergespann hat nach hinten 3,5 Sekunden Luft vor P7, dem Stefan Mons. Remo Kipfer auf der 12, hinter Danny Anwand, das sind die beiden Teamkollegen. Oh, Brückner ein Problem. Nein, 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 Pierre Brückner ein Problem. Ah, da war er schon raus, in der Wiese im Grünen. Kann hier hoffentlich das Rennen fortsetzen auf P41. Wir sind gleich wieder im Live-Bild. Jetzt sind wir retour. Brückner P41, der Pierre. Marcel Sauer in der Box. Peter Lindner, aber auch Armin Schütz. Das sieht aus wie abgestellt. Armin Schütz ganz brutal havarierter Front. Ferrari hier im Bild. Peter Lindner, Marcel Sauer. Das ist der Hovesim Racing Porsche mit der 512 als Startnummer. Den auch schon geraume Zeit drin.
Oh, die Front hat auch schon mal besser ausgesehen am Lambo, das Michael Haaf pilotiert. Ja, ich habe es vorhin gesagt, Bohne, die Snetterton-Strecke, ich sag mal, es ist so eine klassisch bekannte Hassliebe, oder? Mit dem Infield geht nichts mehr. Wie gesagt, mach langsam auf jeden Fall, Leon. Rein nach dem Motto, wir haben halt nur eine Gesundheit, ne? Und wenn du die verzimmerst, dann ist vorbei. Florian Wilmer. Wobei Mario Elderli am blauen Porsche. Oh, wieso ist denn dieses Einsatz-TV-Set, ist ja genauso laggy. Genauso. Verbuggt wie bei den anderen teilweise. Alexander Cruz hatte da ein bisschen Techtelmechtel. Schmecken lassen, Selfie schmecken lassen. Ja, so ein halbes auf Wutz, so eine halbe Wutz auf Toast bräuchte ich eigentlich auch noch. Hat der den Koffer da quer rumgezimmert, der Philipp Groß. Und da geht's vorbei. Dirk Nees ist da auf Abwägen unterwegs. Da seht ihr den Porsche im Grünen. Ich habe nur die drei Track Medals gesammelt, okay. Hausinger hinter Busch, hinterm Wolfgang. In Daytona? Ja, in Daytona ist es richtig, ja. Nicht nur, dass es. Du fährst ja nach unten, die kommst ja aus dem Oval in Daytona. Für T1 geht ja links runter. Das ist ja auch ähnlich wie eine Kompression, ne? Also die Autos, die werden da ja mal richtig tricky. Und der Bump vom Lenkrad, vom Bui in die Hand ist natürlich auch nicht ohne, das ist klar. Kleefeld hat sich da ein bisschen verschätzt. Hinter seinem Teamkollegen, hinter Daniel Hummel. Konstantin Karl. Vor Moldenhauer, hinter Alexander Cruz, Florian Wilmer vorbei an Tobias Martini am grauen Porsche. Was macht der? Nick macht den Hitfeld, genau. Armin Schütz, P44 übernommen, Boxenaufenthalt des Michael Haaf. Conradi ist wieder on track. Ich würde ja gerne mal irgendwo im Momentum mitfahren, aber es passiert gerade einfach viel zu viel. Das ist der Fehler gewesen von Mario Elderli. Kann Jens Alusa profitieren? Aktuell hat er die Nase vorne, vor dem blauen Porsche. Ja, da ist er vorbei. Jens Alusa übernimmt P36 nach dem Fehler des Mario Elderli. Indy verwechselt mit Daytona. Kann passieren. Komm, wir riskieren es mal. War mit Downboard mitgefahren im Audi 8 von Pierre Meyer gesteuert. Leicht loose geworden, die Heckpartie. Ja, genau. ...46,8 von Zeus, 47,2 von Pirchheim, 46,9 von Florenz. Die schenken sich gerade auch alle drei nichts, definitiv nicht. Jetzt gehen wir wahrscheinlich gleich in die Überrundungssituation und dann wird's spannend, Freunde. Ach, du kriegst die Modden.
geil gefahren. Von allen dreien. Patrick Schröter hier auf Abwägen. Das war Daniel Anderson auf der 8. Jeff Ewert jetzt auf 9. Gerd Binder dahinter auf der 10. Alvin Bussian auch vorbei an Patrick Schröter. Klar, der muss erstmal wieder ein bisschen Pace aufbauen. Daniel Hummel auf P20. Vor Kleefeld hinter Daniel Pace. Schröter erneut in Problemen. Daniel Schröter verliert hier wahrscheinlich den Koffer. Eigens verschuldet. Ja, da kommt ihm die Hinterachse geflogen. Dann geht's links. Kurz vor die Leitplanke. Mini Teach hat's gemacht. Ganz, ganz, ganz easy. Und entspannt. Nick. Alter, genau. Im Exit machen die den 3-Wide auf. Gefühlt. Eieieiei. Philipp Groß mit vor der Partie. Das sieht schon geil aus, wenn du so einen 3er Fortune Hunter Racing Lambo D-Zug da hast, ne? Vor der Kamera. Wolfgang Busch hat sich da jetzt mit eingemischt, trennt diesen 3er Fortune Hunter Racing D-Zug. Bei wem soll ich einen Diffuser-Check machen? Ey, Micha, grüße dich. Was mache ich? Wieso soll ich den Stream abschalten? Brocke auf Abwägen. Das hat mir auch noch nicht, das hat mir auch noch niemand gesagt. Schalt bloß den Stream ab, ist ja peinlich. Was ist peinlich? Sprich dich aus, Micha. Was genau meinst du? Also ich habe bis jetzt nicht wirklich was gesehen, wo ich sage, das war jetzt aber... Okay. Ja, jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was hat denn das bitte mit meinem Stream zu tun? Das ist doch jedem Fahrer selber überlassen. Ob er jetzt fahren möchte oder nicht oder teilnehmen will an so einem Liga-Format oder nicht, das hat doch nichts mit mir zu tun. Ich meine, ich kann nicht verstehen. Also wenn jemand sagt, nee, sorry, aber mein Fass ist voll oder so, dann alles cool. Wie gesagt, ich habe bis dato nichts gesehen, wo ich sage, oh... Da würde ich jetzt persönlich aus der Fahrersicht heraus betrachtet, würde ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich meine, es ist netter, denn du weißt es selber, die Strecke ist ultra eng, ja? Ausritte oder kleinere Fehler werden halt sofort bestraft und du verlierst brutale Positionen. Gipfer jetzt beim Stop drin. Was haben wir gesagt? Wir haben ein Pit-Window von 20 Minuten. Das heißt, Box ist offen und bleibt bis verbleibend 20 Minuten Renndistanz. Bleibt diese offen. Gipfer wieder zurück on track. Da hat es kurz ein bisschen Lackaustausch gegeben. Daniel Pay gegen Philipp Groß und umgekehrt. Okay, Wechsel um P17 hat aber stattgefunden. Ah ja, alles gut, Micha, alles gut. Alles gut. Das ist menschlich. Philipp Groß P16, Chris Haya P17. Da ging es vorbei für den Fortune Hunter Racing Piloten. Christian Lautenbach im Zweikampf gegen Marius Zahner um aktuell P25. Sehr schön. Den ersten, den wir links im Tower sehen, Boxenstopp bereinigt, ist der Schweizer Remo Kipfer.
Oh, nein, 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 er verliert die Hinterachse, Christian! Ah! Aber der ist nicht angeschlagen. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt hat er Übertemperatur in den Reifen drin. Jetzt muss er und jetzt ist vorbei. Ja, jetzt hat Lautenbach den Koffer final verloren und weggeworfen. Das ist Peter Buchholz, auch eher in Trouble unterwegs. Gelbe Flaggen für den M4-Piloten. Eieiei. Ein Rennen, ein Abend zum Vergessen aus der Sicht des Christian Lautenbach. Ich fühle mit ihm. Wenn dann einmal der Wurm drin ist, dann ist es halt echt schnell nur noch frustrierend. Deswegen, wie gesagt, Micha, alles gut, mach dir keinen Kopf. Wie gesagt, es ist so, ich verstehe es, es ist verständlich, es ist nachvollziehbar. Ich bin halt immer so ein Freund davon, wenn das halt nicht hier im Stream gesagt wird, weißt du, wie ich meine, oder geschrieben wird oder so. Das ist, weil das Problem ist immer, hier gucken dann Fahrer zu oder Teilnehmer zu, Zuschauer zu, die haben vielleicht gar nichts damit zu tun, weißt du, wie ich meine, die können das nicht nachvollziehen. Und dann muss ich halt sowas immer so ein bisschen erklären. Und das kann auch recht schnell einfach missverstanden werden. Deswegen, alles gut. Keinen Kopf machen. Gerd Binder hinter Jeff Ewerts. Der Vergleich war geil, Marcel. Der Vergleich war geil. Detonator, vielen, vielen Dank für den Raid, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Abend, Dirk. Fettes Messi, herzlich willkommen an die Mid-Raider. Der scheint hier aber auch ordentlich steil zu gehen. Er fährt. Im letzten Umlauf war er eine halbe Sekunde langsamer wie die Spitze. Also das ist schon, der smasht da ordentlich was in den Parcours. Der Philipp Groß hat jetzt hier André Schwarz vor der Nase. Dirk, wie geht's dir? Der Detonator. Was habt ihr Feines gemacht gerade? Ja, ein Ticken später auf der Bremse gestanden. Der André Schwarz von dem AMG. Aber habt doch gesehen, es war eine andere Linie. Wenn ihr sowas fällt, ihr auch nur ein, wenn zu Hause eine Sechsjährige rumrennt. Ah, okay, alles klar. Bibi und Tina. Aber echt, ey. Alexander Cruz, Boxeneinfahrt. Elder Liso mit P29 übernommen. Alex Langhorst jetzt die 30. Alexander Rütz hinter der Knees. Längere Pace ist beim rot-weißen Porsche vorhanden bei Dirk Knees. 49,3 im letzten Durchgang. Alexander Cruz kommt zurück. Jetzt Achtung, Boxenlinie. Ah, sehr gut. Als hätte er mich gehört. Oder habt ihr den Schlenker nach rechts gesehen? Ja, habt ihr gesehen? So, da kommt jetzt Jonas Zeus vorbeigeflogen. Das ist der Leader. Philipp Groß hier. André Schwarz. Nee, da ist es nicht ganz so einfach. Für den FIR Lambo. Schwarz macht sich breit. André Schwarz macht sich breit. Der defendet, verteidigt gegen Philipp Groß, gegen den 51er. Ein bisschen weit raus. Passt aber. Da bleibt man weiterhin draußen. 12,5 Minuten ist die Box noch geöffnet, also alles gut. Tiefenentspannt. Jonas Zeus weiterhin auf der 1. 2 Sekunden Delta vor P2. Dem Michael Pierschein, Kai Zeissel auf 3. Pierre Meyer 4. Sebastian Brocke 5. Stefan Mons P6. Anderson im Genick. Leichter Quersteher bei Stefan Mons. Ewerts auf der 8, der Jeff, Gerd Binder 9, Danny Anwand auf 10. Boxeneinfahrt für Alex Langhorst. Rütz und Nees, bisschen Lackaustausch gehabt. Friedrich Pfaffenroth, P39. Der Pierre dahinter. Gleiche Runde. Boah, das sind 12, 13 Sekunden. Also tiefenentspannt im ersten Moment.
Du meinst den Philipp Groß, ne? Atana Noctua. Ist Detonator noch da? Hast du meine Frage gehört? Oh, das war wieder... Aber diesmal war der Schuss leise. Der Knall. Mach das, Bianca, mach das. Naja, Boxenstopp für Stefan van Kempen, aber auch für Danny Anwand. Verliert er jetzt die eine oder andere Position. Oh! Da waren die gelben Flaggen draußen für André Schwarz. Ich glaube, dass da... Ja, genau, ich hab's fast... Ja... Da machst du gar nichts. Da machst du absolut gar nichts. Da verliert der André Schwarz die Hinterachse und dann gibt's den leichten Titscher in Richtung Philipp Groß. Boxenstopp bereinigt. Anwand zurück on track auf 21. Van Kempen auf der 22 dahinter. Aus Rennsicht eher geht so. Okay. Hausinger im Dreikampf gegen Daniel Hummel und Wolfgang Busch. Dann haben wir beim Wolfgang die 16. Position. Haben wir da eine Flügelkamera? Haben wir. Das ist ja der Evo McLaren. Martini ist drin, der Tobias. Brückner im Windschatten hinter Pfaffenrod, hinter dem Friedrich, hinter dem Soapbox Racing Porsche. Ja, die letzte Rundenzeit von Friedrich Pfaffenrod können wir im ersten Moment nicht werten. 57,6. Löst sich in Wohlgefallen auf das Thema. Boxeneinfahrt genutzt vom Soapbox Racing Porsche, somit Freifahrt für Pierre Brückner an P38, Remo Kipfer, wobei an Dirk Nees, Wechsel um die 24. Boxeneinfahrt, Gerd Binder ebenfalls dort zu finden. Max Florenz, Boxenstopp bereinigt, jetzt auf der 11. Philipp Groß auf der 12, der muss noch rein zum Stopp. Knappe 9 Minuten hat er noch dafür. Ich bin gespannt, wann die Jungs und Mädels da vorne an der Spitze den Stop machen. Weil das Thema Traffic ist natürlich ein Thema, was überhaupt nicht kalkulierbar ist. Ne? Das ist auch klar. TV-Panne, wunderschönen guten Abend. Cookie, vielen Dank für den Raid-Match. Schön, dass ihr da seid. TV-Panne macht Maunzele, ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Zotti, gute Mosche. Volle Hütte und Fullgas hier auf Snettert heute Abend bei der Hovesim Racing, Freunde. Simon, grüß dich, moin. ihr Blunatten, jawohl. Simon, geht's dir gut? Gelbe Flaggen für Remo Kipfer. Gelbe Flaggen für Remo Kipfer. Ich hoffe, dass es da kein Problem gibt, kein technisches Problem. Das sieht ganz weird aus bei Remo Kipfer. Ja, da ist er weg. Shit. Kipfer mit dem Disconnect. Ich hoffe jetzt nicht, dass es ein Rage Quit war, sondern dass er wirklich keine andere Möglichkeit hatte, außer zu quitten, weil technisch gesehen Wheelbase, Pedalerie etc. irgendwas elementar Wichtiges ausgefallen ist. TV-Panne, wie geht's dir? Schön, dass ihr da seid. Morgen ist Freitag, also alias Freitag, insofern der letzte Tag der Woche, dann stehen wir geil, umgekehrt gehen wir steil ins Wochenende rein. Jörgo, ich grüße dich, moin. Morgen Abend die Qualifikation von der SEC fürs 12er, dann am Samstag und dann geht es am Samstagmittag um 11:30 schon los in die 12 Stunden rein. Also ich habe Bock, ich freue mich drauf. Du meinst Christian Lautenbach, Leo, ne? Ich kann mir das nicht mehr, Cristiano, ja klar, logisch, ja. Warte mal, ich suche den raus, Moment. Van Kempen ist auf der 20 im Zweikampf gegen Binder. Busjan jetzt in gelbe Boxenausfahrt. Alles gut. Ist klar, dass da gelbe Flaggen geschwenkt werden. Stefan Munz auf der 5. Auch er ein bisschen Techtelmechtel gehabt.
Erster Indikator. Erster Indikator. Ich wollte gerade fragen, Wognix. Willkommen zurück. Rogonex, vielen Dank für den Primary Sub, mein Lieber. Willkommen zurück im 33. Sag mal, bin ich jetzt doof? Warum guckst du nach Christian Lautenbach? Der ist doch gar nicht mehr im Fahren. Herr Christian fährt nicht mehr. Christian ist nämlich auf dem Server. Ja, das ist normal. Nee, das liegt ja nicht an Twitch. Das liegt ja an dem Bot. Ist ja eine externe Plattform, Rogonex. Der kann manchmal ein bisschen Delay haben, also ein bisschen zeitlichen Versatz haben. Aber dank dir nochmal. 33 Monate, Mensch. TV-Panne, was hat der Feines gemacht? Anderson, wobei an Daniel Pay. Die beiden Danielsens haben sich da überholt. Boxeneinfahrt genutzt von Philipp Groß. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin, der 51er Lambo. Da ist er im Bild. Dom Turbo, ich grüße dich. Moin. Spät, aber doch guten Abend in die Runde. Dom, schön, dass du da. Insane! Ein wunderschönen guten Abend. Grüße. Rocker auf der 3. Anderthalb Sekunden, Sebastian. Anderthalb Sekunden muss er zufahren, wenn... Wobei auch er nur noch knapp 5 Minuten hat, um den Stop zu machen, das Pflichtprogramm abzusitzen. Michael Pirchheim war drin an P7 aktuell unterwegs. Max Florenz auf der 8. Zeissler, der war auch drin beim Stop auf der 9. Chris Heyer auf 10, der muss noch rein. Anderson auf 11, der war schon drin. Wollen wir wetten, dass die sich abgesprochen haben, gedanklich da vorne an der Spitze, dass die alle, die kommen alle zeitgleich rein, alle. Ich hab das hier beim Resub beim Sub reingeschrieben, dann haben sie es. Kam es als normaler Text im. Ach so! Ah, okay. Nee, ist doch nicht so. Zeus ist reingekommen, der Janis, der Grieche. Pierre Meyer bleibt draußen. Das heißt also Führungsmeter, Führungsarbeit für den Audi 8-Piloten, für den Pierre Meyer. Brocke ebenfalls drin, der Sebastian. Stefan Mons bleibt draußen, übernimmt P2 Justamente. Jeff Everts dahinter von P5 nach vorne auf die 3. Jetzt darf Zeus schon wieder raus, der Janis. Und auch Sebastian Brocke fährt da hinten los im Hintergrund. Das ist Michael Pirchheim. Geht vorbei an Brocke und Moritz Falk da hinten auch beim Stop drin. Das ist Daniel Anderson auf der 9 jetzt unterwegs. Vorbei an Moritz Falk. Zeissler Strafe, keine Livery. Hä? Echt jetzt? Es kann sein, dass ich den Datensatz nicht habe. Nee, nicht ganz alleine, Micha. Ich habe der Andi Pedale wird einen Blog machen. Ich muss mich aber noch kurz absprechen mit ihm, wann, wie, wo genau. Ich würde mal tippen, vorsichtig, 14, 15 Uhr oder so, dass wir zum Andi rüber raiden, zum Andi Pedale. Dann wird er so durchziehen bis um 8 Uhr wahrscheinlich und dann sind wir wieder am Stissel bis zum bitteren Ende. Daniel Hummel steht da und ist getroffen worden, so wie es den Anschein hatte. Hummel... Nein, Fullgas auf der Wiese, wenn der Hinterachs auf der Rasen ist. Scheiße da. Ja, also da ging es nochmal in den Spinala rein. Aus Sicht des Daniel Hummel. Schade. Auch wenn jetzt in Anführungszeichen zum Glück nur der Teammate vorbeigefahren ist. Das war Philipp Groß. Aber jetzt hat er natürlich Moritz Falk im Genick. Na, jetzt muss er ein bisschen Momentum aufpassen auf seine Räder. Speziell die Hinterachse. Vielleicht ein bisschen viel Temperatur drin. Brauchen einen Momentum, bis die Temperatur wieder gesunken ist. Dass der Reifen wieder im Arbeitsfenster ist, wie es so schön heißt. Ja, ein 12er, letzter 12er ist schon ein bisschen her, Micha, da bin ich bei dir. Aber ein 12er, also 8er, 10er, 12er ist eigentlich kein Ding. Aber 24er mache ich definitiv nie wieder alleine. Nee. Da kann kommen, was wolle. Das definitiv nicht. Patrick Schröter. Einziger Honda NSX. Fahren wir ein paar Meter mit. Da mein Herz. Ey, Katastrophe. Katastrophe. Ich habe gerade voll mitgebremst, ey. Ich bin fast hier an der Außenwand mit dem Fuß wieder rausgekommen, ey. Heiligs Blechle.
von Campern. Marius, grüße. Alter, großartig. Sehr, sehr nice. Toll gemacht von beiden. Anwand und Van Kempen auf der Bremse das Thema gehandelt. Was hätten wir in McLaren NSX auf dem Track gehabt, ja? Gefühlt. Wolfgang Busch, Boxenausfahrt, dahinter Daniel Pay. 20 und 21. Position, Nick Liefeld. Oh je, Detlef. Viel zu spät geankert. Oder hat gesagt, komm, ich lasse den Patrick Schröter hier vorbei passieren. Das ist der Teamkollege. André Schwarz, Daniel Pay hatten da ein bisschen Techtelmechtel. Pay geht sehr weit raus. Der passt hier absolut in Apex, dieser Hairpin, dieser Rechtskurve, 180 Grad. Bist du munter, Marius? Geht's dir gut? Wochenende steht vor der Tür, ich hoffe, du hast Bock. Ja, da ist Remo Kipfer wieder gejoint. Also, es scheint kein Rage-Quit gewesen zu sein hier beim Schweizer bei Remo Kipfer, sondern wirklich ein technisches Problem, sodass er keine andere Wahl hatte, als Escape zu nutzen. Digga! Dennis! Gut, du musst schon, mein Lieber. Freunde, Race and Roll ist in the house und das ist Pierre Meyer Boxenausfahrt. Ich zuck da immer zusammen. Also, Pit Window is closed, heißt also, Jeff Ewerts ist in der Box. Der kann seinen Stop natürlich noch absolvieren, das ist total tiefenentspannt. Nur wer jetzt nachträglich reinfahren würde über die Boxeneingangslinie, der hat definitiv ein regelwerkstechnisches Problem. Morgen ist Freitag, Dennis. Morgen ist Freitag. Habt ihr euch mittlerweile gut eingelebt? Seid ihr soweit fertig mit dem Häuslebauthema? Meier müsste eine SG30 bekommen haben. Danke für die Info. Gucken wir mal direkt nach rüber zum Pierre Meier. Kann ich euch ja leider nur im, in Anführungszeichen leider, nur im alten Overlay zeigen, im Classic. Ja, SG30 Speeding in the Pits, das Problem für Meier, das gibt's doch nicht. Der ist im Bereich Top 5 unterwegs. Verdammte Kacke. Der DB3 Motorsport Audi A8 hat also eine SG30, das heißt maximal 3 Runden hat er Zeit, ansonsten wird das Auto disqualifiziert für diese Strafe zum Absitzen. Fertig bist du nie, aber ja, nächste Woche Urlaub. Oh, sehr geil. Das habe ich vorhin am Anfang gezeigt. Willst du jemand Bestimmten wissen, Leon? Weil wir haben hier bei Hove Sim Racing drei Klassements, also drei Wertungen. Gold, Silber und Bronzefahrer. Abi, ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Stefan, Mut zur Lücke. Mut zur Lücke aus Sicht des Venari-Fefe-Piloten, des Stefan van Kempen, hat sich da einfach mal radikal, nicht zu verwechseln mit rustikal, gegen Danny Anwand durchgesetzt, vorbeigebremst. Stefan van Kempen mit dem Mörder-Movement gegen Anwand. Meier ist drin, SG30 wird absolviert. Ewert somit auf 9, Anderson auf 7, Binder auf der 8, der Gerd. Großartig, großartig. Ja genau, radikal Russ. Kabi, wie geht's euch? Und diese SG30 ist absolut tödlich. Also, ne, von, ihr seht, Pierre Meyer, jetzt darf er wieder rauspinnen, jetzt darf er zurück on track. Alles cool, da war die Linie safe. Pierre Meyer kommt zurück auf P19. Der kommt von P5. Alles gut, TV-Panne, alles gut. SWAT! Wunderschönen guten Abend, grüße dich! Oh, mega, ewig nicht mehr gelesen, Mann. SWAT, wie geht's dir, wie hast es? Muss, Kabi muss. Oh nee, da müsste ich jetzt. Oh, warte mal, doch, ich kann ich nachgucken. Gary, kann ich nachgucken. Philipp Groß ist hier aktuell auf der 12. Warte, gib mir eine Sekunde. Position Gains. Alter, was? P47. P47.
P47 ist der gestartet. Ja, genau. So wie es Christopher Schmidt schreibt, als letzter. 47. Startposition hat er gehabt. Philipp Groß ist hier im Bild auf P12 unterwegs. Der hat mehr, ganz klar. Der hat mehr wie die Mopsgeschwindigkeit gezündet. Der ist mal richtig steil gegangen. Muss ich mein Mikrofon sauber machen. Nee, Bär, geh weg! Diese Bilder in meinem Kopf. Nein, so schlimm ist dann doch nicht. Michael Piersheim! Piersheim gegen Max Lorenz! Der Zweikampf um die 2. Komm, zieh durch, zieh durch! Es geht vor... Alter, was war das denn? Was hat diese AMG bitte auf der Hinterachse für eine Traction? Mega. Mega. Florenz hat sich durchgesetzt. Florenz ist auf der 2, der Max Michael Pirchheim ist auf der 3. Jonas Zeus ist vorne auf der 1. Großartig. Der Grieche. Absolut gigantisch. Absolut. Ich würde es ihm ganz klar gönnen, dass er hier das Thema gewinnt. Eintritt ist bezahlt. Eintritt ist bezahlt. TV-Panne, vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im zweiten. Dankeschön. Kuss geht raus. Wäre aber nicht nötig gewesen. Dos Checos. Wunderbar. Schönen guten Abend. Vielen Dank für den Follow. War etwas stressig, hab einen neuen Job und hab mit dem Führerschein angefangen. Okay, sehr geil. Also, Führerschein angefangen, jobbedingt, meinst du wahrscheinlich das Wort, oder? Prinzipiell freue ich mich immer, wenn ihr da seid, vor allem nach so langer Zeit womöglich dann wieder. Und für mich gilt im ersten Moment nur das Wichtigste, Hauptsache es geht euch gut. Patrick Schröter! Überholt worden von Dirk Knees, der geht jetzt hier rechts weit raus. Komm, mach den Sack zu. Patrick, mach den Sack zu. Passt. Jawohl. Sehr schön. Patrick Schröter, 24. Nächster direkt auf P25. Marius Zahner auf der 26. Hausinger und Karl haben da ein bisschen Techtelmechtel gehabt. Konstantin Karl vorne im Porsche unterwegs im Gelben. Hausinger dahinter im BMW M4. Michael Weber auf der 43. Position, vor ihm fährt die 40, das ist Pfaffenroth, der Teamkollege, aber nur on track vor ihm, zwischen den beiden liegt eine Runde, oder wie es im Fachjargon heißt, one lap down, also sprich eine Runde zurück. Hausinger und Karl, Fehler mit leichtem Lackaustausch gehabt, Wechsel der Position P31. Ja, das ist richtig, Swat, das glaube ich dir. Fahrzeugaufbereitung arbeiten, dann kein Lappen haben. Ja, das ist richtig. Da musst du das Auto mal schieben, ist ja auch doof. Kleefeld und Chris Haya. War auch ein bisschen Kontakt. Ganz klar, der Schnellere ist momentan Nick Kleefeld. Wo hast du mir die Melli gelassen? TV-Panne? Simon, hast du mitgebracht? Melli habe ich nicht gelesen. Freunde, wo rennt diese Zeit schon wieder hin? Wir haben noch 12,5 Minuten. Klaus Jäkel auf der 20. Ja, meine Kaffeetasse ist leer, ja. Die klingt nicht nur nach Luft, die sieht auch so danach aus. Florian Wilmer, Marius Zahner da vorne dran. Hausinger. Nein, nein, warum sieht denn der Koffer von Daniel Hummel so böse aus? Oh, ganz ekelhafter Frontschaden. Wie macht die Motorhaube hier, Freunde? Genau, frrrt im Winde. Daniel Hummel hat den massiven Aeroschaden am Auto. Klar, dass ein Jakob Hausinger da einfach vorbeifährt, als wenn gefühlt Daniel Hummel im Auto steht. Gefühlt, Leon, ja, gefühlt.
bin ich bei dir. Scheibenkleister, das ist so schlimm, dass Hummel hier nochmal an die Box muss für die letzten verbleibenden 11 Minuten und das Auto wieder reparieren lässt. Ich habe gedacht, hier kannst du rumrollen lassen. Du shoppst nebenbei, okay. Ja, da hat sich Jens Alusa bemerkbar gemacht. Das ist eine Überrundungssituation gegen den McLaren vor ihm. Yoda, ein wunderschöner Abend. Peter Buchholz hinter Mario Elderli. Der Mario, direkter Rundenzeitenvergleich, 49,9 von Elderli, 48,8 von Buchholz. Oh, René Moldenauer ein Problem. Nein. Gab es dann einen Contact? Oh ja, das ist Sandro Conradi. Ja. Sandro Conradi hat René Moldenhauer hier erwischt. Ah, bitter. Eilmeldung. Aber zu lange Bestand hat den Tiefpunkt erreicht. Sehr geil. Auf Jens, komm. 48,4, 49,2. Ihr seht aber auch einfach, wie schwer es ist, dann hier aufs Netterten vor allen Dingen einfach vorbeizukommen. Selbst wenn du wirklich gefühlt eine halbe Sekunde, vielleicht sogar eine ganze Sekunde schneller bist. Aber wenn dein Vordermann sich breit macht wie sonst was, ey, dann hast du fast keine Möglichkeit. Außer auf den Fehler zu warten oder den Kollegen, Kolleginnen, wie auch immer, in den Fehler hineinzutreiben gedanklich. Morgen ist Freitag, Judah. Munter. Aktuell ist es tiefenentspannt noch, Christopher. Aktuell ist die Spitze in einem lockeren, weißen Gap-Format getrennt voneinander. Ganz vorsichtig, wenn dann ein Fehler passiert, dann dreht sich's radikal. Ansonsten müssen wir noch 8 Minuten bibbern. Im Vergleich zu wem? Gary? Aber nicht gegen P3. Im letzten Durchgang war er sogar knappe 4 Zehntel schneller. Der Max gegen P3 gesehen, gegen Michael Piersheim. War sogar schneller wie Jonas Zeus. Ja, wir gucken mal jetzt drauf. 47,105 von Jonas Zeus. Florenz fährt 47,245. Also, ein Zehntel. Ja, das kann sein. Philipp Groß gegen Danny Anwand. Pierre Meyer hinter Detlef Kepp. Alusa immer noch hinter Klaus Jäckel. Gelbe Flaggen für Patrick Schröter. Nein. Ah, ja. Oh, was war das denn? Jakob Hausinger voll verbremst hier, der M4-Pilot. Genau richtig. Das ist im ersten Moment das größte Fehlerpotenzial, Christopher. Was eventuell noch das Zünglein an der Waage werden könnte. Speziell vorne an der Spitze, bin ich bei dir. Aber rein von der Pace her, wenn die es durchsetzen oder durchziehen können, dann könnten die Positionen bezogen sein. Philipp Groß geht vorbei an Danny Anwand. Wechsel um die 11. Haben wir gerade ein Bild hier, Gary?
Der fährt eine klasse Pace. Ohne Scheiß, der fährt eine absolut geile Pace. Weil die was? Weil die Lambos und RS seine Headsets immer kaputt machen. Der hat eine Quali-Sperre gehabt, Marius. Der hatte eine Quali-Sperre. Lacke Plänkel. Der musste von P47 aus starten. Ja, kein Thema. Deswegen sind wir ja da. Deswegen können wir drüber sprechen. Und können dann vermeintlich auch Licht ins Dunkle bringen. Dreikampf gegen Jeff Ewerts. Hinter Jeff Ewerts. Du kriegst die Tür nicht zu. 5,5 Minuten vor Ende. Das ist die Ansicht über den Heckflügel, das McLaren von Ewerts pilotiert in Richtung Stefan van Kempen. Und dahinter direkt ist Philipp Groß, der Senkrechtstarter. Im wahrsten Sinne des Wortes. T1. Easy. Oh, schön, dieses Flamespitting. Doc, die wunderschönen guten Abend, Grüße. Also dieses Flammen auswerfen in der neutralen Last. Da ging es vorbei jetzt für Philipp Groß an Stefan van Kempen. Achtung, da rechts der Porsche, das ist Mario Elderli im blauen Lackkleid. Also nicht Mario selber, sondern der Porsche natürlich. Bezogen auf das Thema Lackkleid. Und Groß, der hat immer noch Bock. Der Philipp, der hat immer... Das ist doch noch nie so geil offensichtlich zu sehen gewesen, oder bin ich Depp? Fratzenmarz, grüß dich. Ah, das ist geil, das ist mega. Aber mir ist es bei dem 1er McLaren ist mir das noch nie so aufgefallen. Also ich rede jetzt nicht vom 650er, ich rede vom normalen 27er, ne? Weil das ist ja der Evo McLaren hier, den wir sehen. Ich war der Meinung, das ist noch nie so intensiv gewesen. Zumindest nicht, wenn es taghell war. Ich habe relativ viel iRacing gestreamt, ja, das ist richtig, ja. Also ich sag mal ganz salopp, für meine Verhältnisse relativ viel. Und da vorne ist White Flag draußen für den Griechen Yonis Zeus. Heißt, Max Florenz ist dran. Oh, was ist das für ein Verkehr jetzt hier? Hallo? Macht denn ihr hier? Da ist jetzt ein GSE eSport Lambo mit involviert. Der ist zwischen Zeus und Max Florenz, dem P2. Michael Pirchheim, der kann sich das auch ein bisschen tiefenentspannt angucken. Oh, nee, sorry, die Kamera wollte ich gar nicht. Oh, schön gemacht. Schön gemacht. Philipp Groß jetzt vorbei an Jeff Ewerts. Ja, sorry, ich kann mich gerade nicht vierteilen. Das ist absolut brutal. Philipp Groß ist auf der 9. Der fährt in die Top 10 rein. Das ist unglaublich. Von P47 aus gestartet, im Zuge der Top 10 unterwegs. Philipp Groß, unglaublich. Chapeau, ziehe ich meinen Hut vor. Welche Frage würde ich Knicks machen? Ah, ist schon übel. Ist schon übel, Mats. Definitiv. Also, ist im ersten Moment im Grunde auch so erklärt, warum die Liga wirklich... Die sind ausgebucht. Es gibt eine Warteliste. Ja? Die gibt es nicht nur im Sprint-Cup-Format, sondern auch im Endo-Cup. Das ist übel. Daniel Hummel hier hinter René Moldenhauer. Gelbe Flaggen für Florian Wilmer. Der macht hier... über die Wiese. Tobias Martini ging klar vorbei. Marius Zahner im Windschatten hinter André Schwarz. Da ist es, der Drops auch noch nicht gelutscht. Dann Kempen hinter Jeff Ewerts. Hat der Stefan noch was im Köcher? Bisschen mehr wie 2 Minuten. Dann ist hier das Thema durch. 48,3 Zeus, 48,0 Florenz. 48,5 für Michael Pirchheim auf der 3. Probier's, Michael, probier's wenigstens. Anderson auf 7, Gerd Binder dahinter auf 8. Machen wir auch hier kurz den Zeitenvergleich. Anderson fährt 47,9, Gerd Binder fährt 47,8, 6,2. Philipp Groß, ja, Philipp Groß ist Stammfahrer.
und ist von der Wertung her, so wie es Christopher richtig geschrieben hat, aktuell Goldfahrer Standing Overall P2 mit 57 Zähler. Kann ich euch aber gleich dann nochmal einblenden, wenn wir Zieldurchlauf hatten, wenn wir die Szene wechseln, das ist nicht das Problem. Alles gut. Komm gut zu liegen, SWAT. Bleib mir munter, gesund und munter. Wenn wir uns morgen Abend im nächsten Stream nicht sehen sollten, komm gut ins Wochenende rein. Und schön, dass du wieder mal da gewesen bist. Toi, toi, toi. Oh, da gab's Techtelmistel. Pierre Brückner, ganz brutaler Frontschaden an Brückner seinem Lambo. Das ist der GSE Racing Lambo mit der Startnummer 4. Konstantin Karl da hinten auch. Er muss aus der Wiese den Koffer wieder halbwegs in die Rennpace bringen. Friedrich Pfaffenroth auf der 39. Auch da kurz die Kontaktmitteilung aufgeploppt. Jens Anuser hinter Wolfgang Busch. André Schwarz, Marius Zahner. Da ging es jetzt vorbei für den Marius. Van Kempen, Van Kempen. Eine Zehntel hinter Jeff Ewarts. Wie gesagt, aktuell, Mats, ist die Liga voll. Es gibt aber eine Warteliste. Und ganz wichtig zu wissen vielleicht vorab, die Hovesim Racing ist mit Lizenzen unterwegs. Das heißt, du musst ein Sichtungsrennen. Im Grunde wollen die sehen, dass du einfach ein bisschen Kontrolle hast über das Auto, dass du auch ein bisschen konstant unterwegs sein kannst. Und dann ist es ganz tiefenentspannt. Ähnlich wie man es aus anderen Formaten kennt. Ja? Aber ich sag mal, vom Niveau her, vom Level ist schon sehr, sehr geil, definitiv. Also es macht unheimlich viel Spaß auch zu moderieren hier, weil wir teilweise wirklich um Zentimeter hier kämpfen und fighten. Johannes Zeus, die letzten paar Meter für den Griechen, dann sollte das Thema gewuppt sein. Max Florenz ist eine knappe Sekunde dahinter, der müsste jetzt eigentlich das Unmögliche schaffen. Und ich glaube, heute Abend sei es dem Johannes Zeus hier gegönnt, den Sieg nach Hause zu fahren. Alvin Bussian nochmal vorbei an Moritz Falk. Moritz Malk, Alter, ja, nee, ist klar. Bloody blablabla. Nee, bub. Wechsel also um die 13 aus Sicht des... Ah, scheiße, wieso macht der den Blinkerling? Da gab's einen Kontakt. Da gab's einen Kontakt. Das war ein einsichtiges Moment zum des Alvin Bussian, dass er gesagt hat, okay, ich lasse den Moritz Falk da wieder passieren, weil ich habe ihn so blöd überholt. Das geht so bitte nicht. Also, Johannes Zeus, ein letztes Mal langgezogen hier rechts rum ins Netterten, links rum raus, 90 Grad im Winkel, raus auf Start und Ziel und dann ist der Drops gelutscht. Johannes Zeus, Rapid Racing, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Johannes Zeus holt den Sieg ins Netterten. Mit 47 Teilnehmern sind wir gestartet. Johannes Zeus gewinnt vor Max Florenz auf der 2. Michael Pirchheim, auch da GG an den Österreicher, holt P3 nach Hause mit einem Rückstand von 3,6 Sekunden nach 60 Minuten gefahrener Renndistanz auf Snetterton. Kai Zeissler holt die 4, Sebastian Brocke die 5, Stefan Monz dahinter auf P6. Wird er abgewunken, justamente. Dann haben wir Gerd Binder auf P7, da hat es aber nochmal kurz geknallt, geraucht gegen Daniel Anderson. Philipp Groß geht da noch vorbei, holt P8. Philipp Groß wird 8. Daniel Anderson 9. Jeff Ewarts die 10. Stefan van Kempen wird 11. Danny Anwand holt die 12. Und das ist der Sieger in der Silberkategorie. Und das Podium, also sprich P1, P2 und P3 der Silberkategorie, die hören wir dann gleich im Interview. Ich muss noch ganz kurz ins Voice dann rein, aber das kriegen wir gewuppt. Leon, mach's gut. Wünsch dir was. Wie gesagt, weiterhin toi, 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 gute Besserung und bis zum nächsten Mal. Moritz Falk, P1, P2 haben wir dann gleich den Detlef Keep im Interview. Das ist Gesamtposition 18. Und Mods, schreib das ganz kurz bitte mit. P1, Moritz Falk, P2, Detlef Keep, P3, Overall P19, Wolfgang Busch. Dass er mir einfach nur hinschreibt, P1, 2 und P3, das reicht schon. Overall P14 für den Sieger in der Goldkategorie, das ist Alvin Bussian. Auch da natürlich die Glückwünsche, die rausgehen. Dann haben wir auf P2 P27 Overall Jakob Hausinger und P3 für Daniel Pay Overall als 30. über die Linie gefahren. Sehr, 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 sehr geile Nummer. So, dann wollen wir ganz kurz die Highlights vorbereiten. Dass wir noch die Interviews machen können mit dem Moritz Falk. Ist natürlich freiwillig, ist klar, ne? Oh, meine Stimme, was ist da los? Moritz Falk, Detlef Keep und Wolfgang Busch. Kann das sein? Stefan. Stefan, ja, sehr geil.
Warte mal. Wo ist denn der Hove-Discord? Ah, hier. Unter H wie Hove. So, dann gehen wir in den Channel on air rein. Wie gesagt, wenn die drei Fahrer möchten, dürfen sie gerne zu mir ins Interview kommen, beziehungsweise unten unter mir im Voice, im Discord ist Interview-Warteraum der Channel, da dürft ihr gerne reinjoinen. Nee, niemals, Gary, niemals. Ubla. Eingabegerät, dann nehmen wir das mit. Tonspur freischalten. Also Moritz Falk, Detlef Kep, Wolfgang Busch. Welche Reihenfolge ist mir eigentlich wurscht? Ja. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Weil ich glaube, die müssen bei der Hove Sim Racing müssen die eine richtige Inlap fahren. Also vollwertig, regulär an die Box. Highlights. Ups. Das soll natürlich aus sein. So, der Moritz ist da, der Detlef ist da. Wie gesagt, wenn der Wolfgang Busch möchte, kann er gerne auch hier ins Voice kommen. Wie gesagt, ist freiwillig, es wird hier niemand gezwungen, im Gegenteil. Ganz tiefenentspannt. Da würde ich sagen, lasst uns mit dem Detlef anfangen, das war P2. Detlef, einen wunderschönen guten Abend, grüße dich, moin. Ja, sag mir, grüßen, Platte. Warte mal ganz kurz, Detlef, wieso höre ich dich nicht? Jet, ihr habt den Detlef gehört, oder? Ja. Ah, warte ganz kurz, warte, ich weiß. Edzard. So, Detlef, jetzt höre ich dich. Edzard, sag mir, ja. Ich bin dann. Also, meine Fresse. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich einmal frei, aber nicht über das Headset, sondern über die Anlage. Auch nicht schlecht. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht, dann machen wir hier das Headset runter, ist ja kein Problem. Ist ja nicht so wie bei. Es gibt für alles eine Lösung. Ja, man sollte sein Headset auch einschalten, verdammte Kacke. Pierre, willkommen zurück. Moinsen. So, Edzard. Jetzt muss ich aber ganz kurz hier die Tonspur nochmal umbasteln. So. Also. Ja, Detlef, jetzt habe ich dich auf den Ohren, jetzt habe ich dich auf dem Headset, jetzt passt es. Das klappt so mit dem Nachbarn so ungefähr. Jetzt haben sie nichts mehr von dir. Scheiße. Sehr schön. Ja, Detlef, on track war wahrscheinlich Halligalli Horreiti gewesen am heutigen Abend. Snetterten mal anders wild, hätte ich fast gesagt. Wie ist es denn aus deiner Sicht her gewesen, aus deinem abendlichen Rennverlauf hier? Sagst du, bist froh, dass vorbei ist, so ungefähr, weil du hattest alle Hände voll zu tun und an wohlverdiente Nahrungsaufnahme bzw. etwaige Toilettengänge definitiv am heutigen Abend innerhalb der 60 Minuten nicht zu denken. Nein. Es war nicht möglich, selbst in der Boxengasse nicht. War aufregend. Also ich liebe ja solche Strecken mehr wie Monza, weil das sind so langweilige Strecken. Das ist sehr technisch hier. Hat dadurch ein bisschen Pech mit Fahrer, beim, grüß dich, moin. Teamfahrer, den Herrn Schröder. Dadurch kam es dadurch schon zu Kollisionen. Weil ich habe abgebremst, ich habe gesehen, dass er angeflogen kommt. Ich glaube, Runde 3 war das wohl gewesen. Okay. Und ja, da habe ich mich sehr darüber geärgert, weil ich quasi ja vermieden habe, mit ihm einen Unfall zu haben. Na, er hat mir angesagt, dass er zu schnell ist und dadurch kommt es nach hinten zur Kollision. Ah, okay. Aber das ist ja ganz, ganz weird dann so. Ja. Ja, da musste sich auch kurzzeitig ein bisschen was anhören. Das war ärgerlich. Für mich zumindest, ne? Weil es lief gut. Ich habe mir jetzt nicht viel ausgemacht. Ich gehe immer so ran, ne? Dass ich mir quasi für die Rennen. Ich habe einen Ehrgeiz, aber bei mir steht eben halt der Spaß im Vordergrund. Vollkommen richtig. Auch, ja. Na, auch, damit kann man nie so viel verlieren. Natürlich, wenn man dann hier so einen Unfall hat, so ein Missgeschick, das ist natürlich keine Absicht, die ich da unterstelle. Richtig. Dann kommt es natürlich. Aber ansonsten bin ich drauf. Ich war jetzt erstaunt, dass ich Platz 2 gekommen bin, trotzdem noch. Also dafür, dass ich ziemlich weit hinten war.
Haben wir andere wahrscheinlich viele Fehler gemacht. Wir können mal ganz kurz gucken. Detlef Kep, 8 Positionen hast du gut gemacht. Das heißt, du bist von P26 gestartet. Ja, genau. Ja, ist doch super. Ja, aber ich hatte ja viele Silberfahrer vor mir. Also ich habe da heute nicht so viel ausgemalt. Das ist richtig. Ja, keine Ahnung, wo die alle hin sind. Ob die eher schon auf Toilette sind. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Also ich hätte es mit Sicherheit nicht ganz geschafft heute. Ja. Ja, sehr schön. Aber deswegen moderiere ich ja auch und fahre nicht, ne? Genau. Ja. Naja, komm, du fährst auch schon gut. Hab schon ein paar Rennen gesehen. Oh nee, ich nicht. Nein, hör auf, Quatsch. Nein, ich bin ganz klein, ich kann nichts. Nee. Ich bin froh, dass ich Lenkrad festhalten kann. Ach, nee, Quatsch, so schlimm ist dann doch nicht, definitiv nicht. Nein, danke für die Blumen auf jeden Fall. Sehr schön. Detlef, dann tu mir einen Gefallen. Liebe Grüße noch an den Matthias Weckel. Wir haben es Stream eingangs ja schon mitbekommen, die Information. Matthias ist da leider erkrankt. Genau. Gute Besserung weiterhin. Und Detlef, dann freue ich mich drauf, wenn wir in 14 Tagen im nächsten Format dann wieder das Vergnügen haben werden. Rennkalender wollte ich einblenden, Mensch. Genau. Und wir sind dann in Momfa zu Hause. Genau. Freue ich mich schon drauf. Wird sehr, sehr toll. Detlef, Glückwunsch. P18 ja, overall, P2 in der Klasse. Sehr geil. Ja, kann man machen. Passt zu meinem Alter entsprechend. Danke fürs Stream. Also gerne. Gerne. Freut mich. Ja. Schönen Abend nochmal, lieber. Bis dann. Jo, Zirkus. Dito. Ciao. Wolfgang, einen wunderschönen guten Abend. Grüße. Ja, hallo. Wolfgang, das ist Premiere, oder? Das ist tatsächlich Premiere. Ja, ich bin vollkommen überrascht, dass ich jetzt bei dir im Interview bin. Ehrlich. Aber keine Nervosität, oder? Du, jetzt weniger. Im Rennen hatte ich viel mehr Nervosität. Also ich glaube, da war ich bei Herz Gaspar, kurz davor. Ehrlich? Kurz davor. 180 Ruhepuls? Ja, es war ständig was zu tun. Ne? Also am Anfang Startphase, es war ziemlich voll auf der Strecke. Ich meine, man hat das schon beim Qualifying gemerkt, alles super eng. Mhm. Ich weiß nicht, ein paar Zehntel mehr, weniger, dann bist du hoch oder runter gerutscht. Also im Mittelfeld, aber es ist super eng und auch ständig Fights. Also aber sehr schönes Rennen von allen Teilnehmern auch, muss ich sagen. Also es gab ein paar Dreher, das habe ich gesehen. Also vor uns sind ein paar abgeflogen. Aber grundsätzlich fand ich es von allen sehr schönes, faires Rennen. War überschaubar gewesen im Grunde, ja. Ja. Das stimmt, ja. Habe ich auch als solches empfunden, definitiv. Overall war es gewesen P19. Ich denke, es wird ähnlich gewesen sein wie auch bei Detlef Kep gerade in der Aussage von wegen so nach dem Motto nicht damit gerechnet. Und wie hoch war das Fehlerpotenzial aus deinen eigenen Augen betrachtet? Ja, du, ich fand es relativ hoch. Also hier saubere Runden zu fahren, gerade in diesen ganz langsamen Ecken und Haken, saubere Runden zu fahren, ist immer super schwierig. Gerade wenn der Verkehr da ist, vor dir ist einer, hinter dir drückt einer. Und dann die Runden sauber zu fahren im Mittelfeld, fand ich wirklich schwierig. Wenn du so alleine 60 Minuten fährst, bin ich mal konstante 48-0 gefahren. Jetzt kleiner Schaden hinten, dann habe ich immer ein mentales Problem, dass das Auto nicht gut liegt und dann kriegst du halt Druck von vorne, ja, und dann tut man sich einfach schwer, also Fehlerpotenzial war hoch. Ich habe den Detlef auch einmal berührt und gedreht, da war der aber auch super langsam in der zweiten Runde. Das muss ich mir in der Zeitlupe nochmal angucken oder in der Wiederholung, habe ich so nicht gesehen, aber deswegen war ich wirklich überrascht, dass ich jetzt hier auf P3 in der Silberklasse bin und frag mich, wo die ganzen anderen Kollegen sind, die sonst immer hier sind. Ja. Definitiv. Definitiv. Aber mal gucken. Ja gut, Matthias Weckel ist ja auch Silberpilot, der ist ja erkrankt, der ist ja gar nicht an den Start gegangen erst. Bei Daniel Arning gab es dann, glaube ich, auch ein Problem, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der konnte dann auch nicht starten. Da gab es Probleme mit dem Rechner, also ja, es ist, wird eventuell so ein bisschen durchgemischt in der Gesamtwertung, beziehungsweise in der Wertung in den jeweiligen Klassen. Ja, sehr schön. Vorbereitung für Monza geht wann los, Wolfgang? Ja, eigentlich immer sofort. Genau. Hier wird nicht lang geschnackt, Kopf in Nacken und Attacke. Ganz genau. Wo sind denn die anderen Kollegen? Wo ist denn der Falk Moritz, der war doch gerade noch hier? Der ist unten im Interview, Warteraum. Ah, kann ich nach oben ziehen. Ja, ziehen wir. Hier, Moritz, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Moritz, es ist ewig lang her, dass wir im Interview mal gesessen haben, oder?
Halli, hallo, hallöle, ja, ist ein bisschen länger her. Alter Schwede, ey, ich kann mich an deine Stimme gar nicht mehr erinnern. Nein, wir gehen nicht Kaffee trinken, Moritz, sonst muss ich wieder irgendwas im Stream erklären. Vergiss es, alles mal einen Haken dran. Sehr schön. Nee, war eine sehr, sehr geile Nummer, weil der Wolfgang gerade gefragt hat, deswegen habe ich dich jetzt einfach mal dazu gezogen mit, wo du denn gelandet bist. Also der Moritz Falk ist gesamt 13. geworden, Wolfgang. Bei Wolfgang Busch war es P19, Position 3 in der Klasse. Nochmal Glückwunsch dazu, Wolfgang. War eine sehr, sehr geile Nummer. Und ich glaube auch bei dir, Moritz, war es heute ein Rennen, was mit Sicherheit so nicht geplant war, beziehungsweise nicht erwartet worden ist. Lass mich kurz die Abschlussfrage an den Wolfgang stellen. Im Rennverlauf hast du deinen Pflichtboxenstopp im Rahmen dieses 20-minütigen Boxenstopp-Fensters umgeplant, aufgrund der Verkehrssituation, oder bist du deinem, ja, ich sag mal, vorher gesetzten Plan treu geblieben? Ich bin tatsächlich meinem Plan treu geblieben. Also ich habe am Ende der 40 Minuten gestoppt. Mhm. Einfach aus dem Grund, das ist mir bei den Rennen vorher passiert, wenn ich früh stoppe, komme ich in den Überrundungsverkehr und dann falle ich super weit zurück. Und hier war es jetzt fast schon andersrum. Da kamen dann die Kollegen, die von ganz vorne fahren, und waren dann auf einmal kurz vor mir rausgekommen und haben mich ein bisschen aufgehalten. Aber grundsätzlich war der Plan schon am Ende der 40 Minuten zu stoppen, ein bisschen zu tanken. Aber dann verliere ich tatsächlich die Konzentration und Grip war schwierig, hat der Falk Moritz gerade auch schon gesagt. Also gefühlt ganz schlechter Grip am Ende. Ich habe den McLaren ins Ziel getragen. Ach, krass. Krass, das hätte ich jetzt so, also ich hätte es nicht besser ausdrücken können, definitiv nicht. Grip, war das Thema Reifen im Allgemeinen oder war das einfach der Situation, Moritz, dass du sagst, es war halt einfach unglaublich heiß gewesen auf der Strecke? Nö, nur die Flankenaufnahme halt von den Kurvenbewegungen halt. Genau, ne? Korrekt. So, das war halt dann doch, hast du aber bei allen gesehen, da sind die Zeiten bei allen eingebrochen halt. Ja. Aber ja, ist dann halt so, damit kämpft jeder, dann musst du gucken, das Beste draus machen, ne? Genau, richtig, genau. Bei dir von der Option her einfach reingesetzt in den Koffer, Quali gefahren, geguckt, was passiert? Oder konntest du vielleicht auf dem Trainingsserver dann, ich meine, da schaut man ja auch mal so ein bisschen rüber, ne? Was macht die Konkurrenz? Wie stark ist womöglich die Konkurrenz? Wo ist man selber, dass man sich vorher schon selber so ein bisschen einstuft von der Pace her? Naja, es war die Nacht. Ich bin ja Gastro-Arbeiter, das heißt, ich habe kaum Zeit. Bin die Nein. Nacht gewesen von um 1 bis um 3 auf dem Server, zum Trainingsserver, bin da ein paar Runden gefahren. Du kriegst die Mod. Okay. Bin heute Morgen auf Arbeit wieder, war bis 17 Uhr arbeiten, bin dann wiedergekommen, habe mich wieder rangesetzt und habe gesagt, gucken, was kommt, ne? Hatte geil, keine Erwartungen. Geil, ich bin einfach nur just for fun ran und gucken, was rauskommt. Sehr, sehr geil. Na gut, und dann in Summe overall P13 geworden, den Klassensieg gefahren. Ja. Geiler geht's eigentlich nicht. Ja, manchmal hilft die wenigste Vorbereitung am besten, ne? Stellenweise, ja. Stimmt, ja. Stellenweise. Ja gut, man muss generell so ein bisschen gucken, ne? Man macht sich auch relativ schnell einfach selber viel zu sehr verrückt. Naja, ich weiß aus dem Endurance-Bereich halt, wo wir auch mal gegeneinander gefahren sind. Wochenlang vorbereitet, ne? Dann fährst du das Quali, verkackst das Quali schon, bist du genervt, dann bist du im Renntag drauf und das Rennen lief dann ja auch nicht. Ja, ja, und das geht recht schnell. Mit Disconnecten, ganz Mist alles halt, ne? Genau, ja, ja. Also am besten wenig vorbereiten. So ungefähr, ja. Sehr schön. Dann nochmal Glückwunsch an euch beide. Ich möchte euch da jetzt gar nicht länger abhalten von dem kühlen Blonden oder dem kühlen Nass, whatever. Eines von beiden braucht es auf definitiv und auf jeden Fall. Moritz Falk, Glückwunsch P1, P3 für dich, Wolfgang Busch. Dann kommt ihr beiden gut zu liegen. Danke, dass ihr bei uns wart. Habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns und hören uns definitiv im nächsten Mal dann. Im nächsten lasst dir gut gehen und lasst euch auch gut gehen. Ja. Dankeschön. Danke dir. Genau. Bis dann. Jo, ciao. So, wir können, wenn ihr wollt, noch mal ganz kurz die Ranking-Situation, also sprich die Wertung, einblenden. Im Regelfall nicht das Problem. So, genau. Max Florenz haben wir hier. Das ist die Goldkategorie. Da oben steht es geschrieben. Max Florenz, Philipp Groß auf der 2. Das ist das, was ich vorhin meinte, so zwischen Tür und Angel. Michael Pirchheim auf der 3. Also eine ganz, ganz humane und enge Kiste. Das ist die Silberkategorie. Daniel Arning, der ist, wie gesagt, nicht, der konnte nicht teilnehmen. Der hat er vorhin hier reingeschrieben in den Chat. Detlef Kip P2, da wird es den Wechsel gegeben haben, hier in der Silver-Kategorie definitiv nach diesem heutigen Abend. Sandro Conradi auf der 3. Ja, Matthias Weggel, wie gesagt, erkrankt. Nochmal die gute Besserung an ihn. Und das ist die Bronze-Kategorie. Jakob Hausinger auf der 1, Alexander Cruz auf 2, Alex Langhorst auf der 3. Und auch da wird mit Sicherheit etwas punktetechnisch an den Stellschrauben gedreht werden. Wir dürfen uns überraschen lassen. Auf jeden Fall bei Hove Sim Racing geht es in 14 Tagen dann weiter.
Und wir sind dann auch für das Momentum erstmal durch für den heutigen Abend. Mein lieber Pharao, danke dir noch für das kurz vorm Ende reinschalten und reinschauen, mein Lieber. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch einen tollen Wochenendstart morgen, wenn es passen sollte. Und Freunde, wir sind dann morgen Abend wieder für euch am Start. Geht los um 18.30 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Werbung rausschalten über Social Media. Genau, 18.30 Uhr habe ich mir eingetragen und für den Samstag werden wir auf jeden Fall mit Andi Pedal noch kurz Rücksprache halten, wie, wo, was wir machen vom zeitlichen her. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die ganzen Follower, die ganzen Raids, die Subs, die Resubs. Bleibt gesund und munter. Im besten Falle hören wir uns morgen Abend. Ansonsten toi, toi, toi. Noch ihr kommt gut ins Wochenende rein und vor allen Dingen erstmal heute Abend gut zu liegen.